Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Simon Schaub erneut bei Future Histories begrüßen zu dürfen. Fleißige Hörerinnen von Future Histories werden wissen, dass ich bereits zweimal die Freude hatte, Simon hier als Gast begrüßen zu dürfen. Und der Grund dafür ist denkbar einfach. Simons Arbeit, die ist schlichtweg so spannend und in so vielfältiger Weise mit Dingen befasst, die auch hier für diese fragende Suchbewegung dieses Podcasts relevant sind, dass es einfach jedes Mal eine riesige Bereicherung ist, sich mit Simon über seine neue Arbeit unterhalten zu dürfen und mit dieser Arbeit auseinanderzusetzen. Das gilt immer und es gilt in ganz besonderem Maße für Simons neues Buch Stoffwechselpolitik, das gesehen vom Veröffentlichungstag dieser Episode morgen erscheinen wird, also am 18. März 2024. Ihr werdet es, denke ich, ohnehin gleich im Gespräch direkt auch mitbekommen, aber ich kann einfach nicht genug betonen, wie reich dieses Buch ist und wie brauchbar und wichtig ich diese Perspektive der Stoffwechselpolitik finde. Das Ganze, das reiht sich auch sehr schön in eine Art Mini-Strang hier bei Future Histories ein, kann man sagen. Ich hatte ja kürzlich erst Marina Fischer-Kowalski zu Gast, Gründerin des Instituts für Soziale Ökologie in Wien, die absolut wegweisende Forschung zu Fragen des gesellschaftlichen Stoffwechsels betrieben hat. Und auch mit dem Kollektiv Planning for Entropy ging es kürzlich erst, nämlich in Folge 3 der dritten Staffel, um soziometabolische Planung. Simons Arbeit, die bringt da aber mit dem Begriff der Stoffwechselpolitik nochmal eine ganz eigene Richtung, einen ganz eigenen Zugang mit hinein. Also noch ein letztes Mal hier und in aller Deutlichkeit, große, große Leseempfehlung. Morgen erscheint es, das Buch Stoffwechselpolitik beim Surkamp Verlag. Bevor es jetzt losgeht, dann möchte ich noch Alman Iter als UnterstützerIn auf Patreon begrüßen und Karl und Marie-Therese für ihre Spenden danken. Und ich möchte, das darf ich auf gar keinen Fall vergessen, ein riesengroßes Shoutout an alle auf der zweiten Vergesellschaftungskonferenz senden, auf der ich mich beim Release dieser Folge hier auch gerade befinde. Tausend Dank an die OrganisatorInnen für all die großartige Arbeit, die ihr in diese Konferenz gesteckt habt. Shoutout auch im Besonderen an Comunia, die die Vergesellschaftungskonferenz ja ins Leben gerufen haben und so unglaublich großartige Arbeit machen in diesem Feld der Vergesellschaftung. Ebenso an das Konzeptwerk Neue Ökonomie, die dieses Mal, soweit ich weiß, federführend in die Organisation der Vergesellschaftungskonferenz involviert waren. Ich freue mich einfach schon riesig auf die Konferenz. Das letzte Mal, das war einfach wirklich, wirklich großartig und ich freue mich, dass das nochmal stattfindet. Ihr werdet in jedem Fall auf dem Laufenden gehalten und es erscheinen ja dann auch Future Histories Folgen zur Vergesellschaftungskonferenz. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Simon Schaub zu Stoffwechselpolitik. Herzlich willkommen, Simon. Vielen Dank, Jan. Es ist mir eine große Ehre, wieder im besten deutschsprachigen Podcast zu Gast sein zu dürfen. Simon, vielen Dank für die Blumen. Mir ist es absolut eine Ehre, denn ich habe dieses Buch wirklich sehr genossen und freue mich sehr auf das Gespräch darüber. Vielleicht steigen wir direkt mit dem Titel ein, beziehungsweise mit dem Grundkonzept. Was verstehst du unter Stoffwechselpolitik? Also vielleicht fangen wir an mit dem Begriff des Stoffwechsels an sich. Der ist ja vielleicht schon ein bisschen merkwürdig, weil er so aus der Biologie kommt und an den Stoffwechsel des Körpers erinnert. Aber ich knüpfe da nicht an die Biologie an, sondern an Marx, der diesen Begriff auch sehr stark macht, des Stoffwechsels. Und dort bezieht sich das auf den Stoffwechsel der Gesellschaften mit der Natur, weil natürlich jede Gesellschaft allein, um ihre Mitglieder zu ernähren, aber auch um ihre Städte zu bauen und so weiter, immer auf Naturstoffe angewiesen ist. Und Marx sagt jetzt, dass es die Arbeit ist, mit der dieser Stoffwechsel organisiert wird. Also, dass wir durch Arbeitsprozesse Rohstoffe bergen aus der Natur, dass wir sie dadurch verarbeiten und dass wir dadurch quasi einen Prozess haben, wo die Natur in Gestalt der menschlichen Körper, die bei Marx auch ein Teil der Natur sind, auf sich selbst zurückwirkt. Und das ist sozusagen eine paradoxe Situation, in der wir sozusagen einerseits eine Einheit haben von Natur und Gesellschaft und in dieser Einheit aber eine Trennung. Also sonst könnte es keinen Stoffwechsel geben. Ja, das ist sozusagen
die Paradoxie, die dem zugrunde liegt. Und das finde ich ein unglaublich plausibles und nützliches Bild, das so zu fassen. Einerseits, weil es quasi diese Gleichzeitigkeit von Einheit und Trennung von Natur und Gesellschaft veranschaulicht, aber auch, weil es zeigt, wie zentral die Arbeit für unsere Naturverhältnisse ist. Also, dass es eben nicht, wie oft behauptet wird, die jeweils individuelle Konsumentscheidung ist, sondern ganz zentral, wie kollektiv die Arbeit organisiert wird. Das ist das, wie wir unsere Umwelt zum Guten und zum Schlechten hervorbringen. Und das heißt, wenn wir das weiterdenken, eigentlich, dass jede Produktionspolitik, jede Arbeitspolitik, und zwar nicht nur auf der Regulationsebene, sondern auch auf der Ebene des konkreten Arbeitsprozesses, stets auch Umweltpolitik ist. Und dass man das eigentlich nie trennen kann, sondern dass diese Trennung quasi eine Fiktion ist und ich würde sagen auch intellektuell einer der schwerwiegendsten Fehler der letzten Dekaden, das so artifiziell zu separieren. Und was mir auch noch wichtig scheint, jetzt wenn man sozusagen den Gesamtbegriff der Stoffwechselpolitik anschaut, dass eben Arbeit nicht einfach nur ein Produktionsprozess ist, sondern eben auch ein Prozess der politischen Aushandlung, der weitreichende Implikationen für unsere ganze Gesellschaft hat. Und dass dabei aber Natur eben, weil es ja da eben um diese Interaktion von Gesellschaft und Natur geht, nicht einfach nur ein statischer Kontext sein kann, sondern selbst autonome Partei ist. Und vielleicht, um das jetzt ein bisschen weniger abstrakt zu machen, sondern ein bisschen konkreter, kann man ein Beispiel nennen, was ich auch empirisch beforscht habe, was im Buch auch immer wieder vorkommt, und zwar das der Bauarbeit. Hier ist es so, dass Bauen heute quasi synonym mit der Baumethode des Stahlbetons ist. Der Stahlbeton wurde Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt und war quasi eine der größten Dequalifizierungsmaßnahmen in der Geschichte der Arbeit, weil es dabei mit einem Schlag möglich war, qualifizierte Steinmetze und Maurer zu ersetzen durch Leute, die einfach nur so eine Creme in Förmchen gießen müssen. Jetzt ein bisschen zugespitzt, ja, aber das ist quasi das, was eine zentrale Eigenschaft des Betons war und was auch aus Sicht des Kapitals der zentrale Vorteil war, weil es natürlich viel billiger ist. Einerseits, weil man eben die Arbeit extrem dequalifizieren konnte und deswegen weniger qualifizierte und damit billigere Arbeiter anstellen konnte, die dann weniger Verhandlungsmacht haben. Andererseits, und das ist eben genauso wichtig für meine Perspektive, ist es auch eine ganz neue Nutzbarmachung von Natur, weil man eben keine hochwertigen Steine mehr braucht, sondern quasi den sprichwörtlich omnipräsenten Sand nutzen konnte, um zu bauen. Das ist ja der Hauptbaustoff. Und damit hat aber quasi diese Form der Arbeitsorganisation ganz zentral auch zur ökologischen Krise beigetragen. Sand ist heute der am weitesten abgebaute Rohstoff überhaupt mit sehr großem Abstand. Vor allem aber ist die Zementherstellung extrem energieintensiv und damit trägt die Baubranche sehr stark mit ungefähr 8% zum CO2-Ausstoß und damit auch zum Klimawandel bei. Und das Interessante ist jetzt, dass die Baubranche aber nicht nur Verursacherin des Klimawandels ist, sondern selbst auch ganz stark betroffen ist davon. Also dadurch, dass man eben im Freien arbeiten muss, ist man von Extremwetterereignissen sehr stark betroffen. Und dann sind fast 50% der Bauprojekte werden irgendwie durch Wetterereignisse verzögert. Das heißt, das ist ein ganz großer Faktor. Und ich bin jetzt in der Schweiz und forsche dort empirisch. Und da war es so, dass der Arbeitgeberverband, der Schweizer Baumeisterverband, gesagt hat, ja, jetzt ist Klimawandel und wir kommen gar nicht mehr hinterher mit unseren Bauprojekten. Die werden alle verzögert. Deswegen müssen wir jetzt die Arbeitszeit auf 58 Stunden ausweiten. Das heißt also hier eine ganz enge Verbindung von quasi dem Prozess, dem Naturprozess des Klimawandels, der sozusagen selbst nicht nur Kontext, sondern selbst Auslöser dieses Konflikts ist. Dann gab es eben einen großen Konflikt, einen massiven Streik, mit dem das dann verhindert werden konnte, dass das tatsächlich so ausgeweitet wurde. Und dann halt weitergehende Konflikte darum. Also hier sieht man sehr schön quasi sowohl, wie die Arbeitswelt einfach zentraler Verursachungsort der ökologischen Krise ist und wie das aber dort auch politisch ausgehandelt wird. Wer quasi für die ökologische Krise bezahlt und wie man damit umgeht. Die Art und Weise, wie du jetzt von Arbeit sprichst, die ist jetzt schon in so eine bestimmte Richtung eigentlich orientiert. Vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen, was du eigentlich überhaupt unter Arbeit verstehst. Weil wenn du das so zentral stellst, ne, dass du sagst, okay, die Arbeit ist der Mechanismus, über den unser Stoffwechsel mit der Natur organisiert wird, dann ist das natürlich eine, ja, das ist ja dein Anliegen, eine zentrale Stellung der Arbeit. Insofern wäre das natürlich noch mal speziell interessant. Was fällt denn da alles drunter? Also so sowohl natürlich im Hinblick auf den Menschen selbst, was gilt da als Arbeit, weil so wie du jetzt gesprochen hast,
war es ja eher in Richtung dessen, was man jetzt klassischerweise als Erwerbsarbeit verstehen würde, hin orientiert. Aber man kann es natürlich auch nochmal erweitern in Richtung der Frage so, okay, was ist denn jetzt mit Nutztieren, ja, die ja dann zum Teil auch so tituliert werden als Arbeitstiere, ja. Also insofern wäre das ja doch auch nochmal eine durchaus legitime Frage, sich zu stellen, so, was ist denn mit denen und deren Anteil an dem Ganzen, ne? Wenn man da jetzt so ein Fass aufmacht, dass man sagt, okay, die Arbeit ist es, was ist denn dann die Arbeit? Ja, also ich würde ganz allgemein sagen, dass Arbeit die institutionalisierte Tätigkeit der Subsistenz ist. Also das sind nicht nur einfach kontingente Akte von irgendwie Beeren einsammeln oder sowas, sondern das ist auf irgendeine Weise institutionalisiert. Das heißt, es wiederholt sich, ist durch Muster gekennzeichnet und es hat irgendwas mit Subsistenz zu tun. Das heißt, dass wir darauf angewiesen sind, um unser Überleben zu sichern. Das heißt, es fällt einerseits die Erwerbsarbeit darunter, weil wir darüber dann Lohn bekommen, über den wir dann auf das zugreifen können, was wir zum Leben brauchen. Und es fällt aber auch das darunter, was wir oft als Reproduktionsarbeit bezeichnen. Ja, das ist natürlich auch sowohl notwendig für die Subsistenz als auch institutionalisiert. Tiere fallen aber nicht runter. Tiere arbeiten nicht, und zwar weil ihre Arbeit nicht institutionalisiert ist, beziehungsweise nur insofern institutionalisiert ist, als sie eben quasi nutzbar gemacht werden, die Institutionen, die von unserer Gesellschaft hervorgebracht werden. Und das ist mir sehr wichtig, weil das eben auf die politische Dimension der Arbeit verweist. Ja, also Arbeit ist eben, das habe ich gerade schon mal gesagt, kann man aber nicht oft genug betonen, nicht einfach nur Produktionsprozess, sondern es ist wesentlich ein Ringen um gesellschaftliche Institutionen, wie diese Arbeit geregelt ist, wer in die Fabrik geht, wer zu Hause bleibt und die Kinder versorgt, wie das dort jeweils organisiert wird, welche Naturstoffe wir dadurch wie vernutzen und so weiter. Also diese beiden Elemente sozusagen der Institutionalisierung und der Subsistenz scheinen mir da zentral zu sein. Darf ich dann nochmal nachfragen zum Verständnis? Wenn du jetzt sagst, also die Tiere fallen da nicht hinein, weil ihre Arbeit sozusagen, oder eben nicht Arbeit, ihre Tätigkeit, sagen wir mal, oder ihr Tätigsein nicht institutionalisiert ist, beziehungsweise, das hattest du dann nachgeschoben, beziehungsweise nur institutionalisiert ist, insofern, als dass es im gesellschaftlichen und somit durch den Menschen hervorgebrachten Zusammenhang institutionalisiert ist. Habe ich das richtig verstanden? Ist das das Argument? Ja. Aber dann wäre sozusagen die Anschlussfrage eigentlich, weil du ja im Buch auch sehr stark betonst, dass es etwas gibt, was du als einen ökologischen Eigensinn bezeichnest. Also du nennst es dann später auch, glaube ich, die Autonomie der Natur. Da weist du ja sozusagen darauf hin, dass es da durchaus einen Anteil gibt der Natur, daran diese Dinge mitzuformen. Und das würde doch dann in dem Fall genauso gelten. Das hieße doch auch, dass eigentlich in Bezug auf diese Form der Institutionalisierung man nicht sagen kann, die ist ausschließlich so geworden, wie sie geworden ist, durch den Menschen, sondern durch einen Prozess der Koproduktion so geworden, wie sie geworden ist. Insofern ist da sozusagen diese Grenzziehung, die anscheinend als eine definitorische Grundmaßnahmen irgendwie gesetzt werden soll, sozusagen, dann eigentlich ja nicht so ganz klar, oder? Doch, also und ich muss, glaube ich, auch nochmal nachschieben, also ökologischer Eigensinn und Autonomie der Natur ist nicht dasselbe. Ökologischer Eigensinn, aber da gehen wir vielleicht nachher nochmal gesondert darauf ein, wäre sozusagen die menschliche Beziehungsweise zur Arbeitsumwelt. Stimmt, Autonomie der Natur ist genau das, was du ansprichst, nämlich die Wirkmächtigkeit der Natur in der Arbeitswelt. Und da fallen natürlich Tiere auch drunter. Ja, das ist sozusagen eines der Kernargumente des Buches, dass es hier eben einfach nicht nur um eine menschliche Politik geht und die Menschen können mit der Natur alles machen, was sie wollen, sondern dass es gerade um diese Wechselwirkung geht. Und aber wirklich wichtig, um hier nicht in Fetischismus zu kommen, ist eben die Rolle der Institutionen. Und diese Institutionen sind keine natürlichen Institutionen, sondern das sind politische Institutionen, die gesellschaftlich ausgehandelt werden. Deswegen diese Unterscheidung, weil man sonst in die Gefahr kommt, dass man quasi gesellschaftliche Institutionen als Strukturformationen begreifen muss und damit sozusagen ihre Unveränderbarkeit in ideologischer Weise postulieren müsste. Und das würde mir problematisch erscheinen. Deswegen würde ich den Begriff der Institutionen eben auf Gesellschaft reduzieren und Natur insofern als wirkmächtig sehen, als es sozusagen nie einfach nur in der Rolle des Kapitals aufgeht und sich sozusagen dem völlig unterordnet, aber selbst nicht diese Institutionen setzen kann.
Ja, vielleicht wir sozusagen die ZuhörerInnen sozusagen da nicht überfordern, weil wir schon Dinge vorwegnehmen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Gehen wir vielleicht doch nochmal diese Grundkategorien so ein bisschen durch. Wir hatten ja jetzt schon, waren schon bei der Arbeit. Du hast schon sozusagen klar gemacht, wie, in welcher Form du das eben auch versuchst abzugrenzen. Vielleicht da nochmal nachgefragt. Du hattest es jetzt eben schon angedeutet, es gibt dann etwas, was du ökologische Arbeit nennst. Und das ist aber eben wiederum, wie du ja eben gerade schon in deiner Antwort auch angedeutet hattest, etwas, was sozusagen beim Menschen angesiedelt ist. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären. Was verstehst du unter ökologischer Arbeit? Also, ich verstehe darunter nicht eine besonders nachhaltige Art der Arbeit. Das könnte man ja missverstehen. Also, ökologisch wird ja fälschlicherweise oft quasi synonym gesetzt mit nachhaltig. Es meint aber einfach nur umweltbezogen. Ja? Also, das heißt, dass Arbeit inhärent einen Naturbezug aufweist. Und ich würde sagen, das ist bei allen Arten von Arbeit mehr oder weniger so. Also, entweder wir vollziehen in unseren Arbeitsprozessen direkt eine Transformation von Naturstoffen. Also, das ist natürlich bei allem, was mit irgendwelchen Rohstoffen und deren Weiterverarbeitung der Fall zu tun hat, der Fall. Aber es ist auch dann der Fall, wenn wir mit menschlichen Körpern arbeiten, ja, weil menschliche Körper gewissermaßen Teil der Natur sind und Teil der Gesellschaft, also quasi eine Schnittstelle. Das merken wir zum Beispiel daran, dass unsere Körper quasi nie alles können, was wir von ihnen wollen, oder nie genauso aussehen, wie wir es gerne haben wollen. Ja, also das ist sozusagen ein Moment, wo wir die Natürlichkeit unserer Körper alltäglich sehr stark zu spüren bekommen. Und das heißt eben auch, dass auch Menschen, die mit den Körpern von anderen Menschen arbeiten, auf eine gewisse Weise eben diesen Naturbezug haben. Und das spielt auch dann politisch eine Rolle, weil man dann eben auch bei der Arbeit einen Bezug zur ökologischen Krise hat. Und es gibt aber natürlich auch ganz viele Tätigkeiten, die scheinbar davon abgekoppelt sind. Also vielleicht fallen da auch unsere Tätigkeiten darunter, jetzt in der Wissenschaft oder im Journalismus. Man könnte aber auch bestimmte technisierte Berufe sozusagen so fassen. Und hier würde ich aber sagen, dass eine ganz wichtige Funktion dieser Tätigkeiten eben die Regulation des Stoffwechsels mit der Natur ist. Also entweder eine kulturelle Regulation oder eine Direktregulation im Sinne von Management. Ja, also das ist auch eine ganz wichtige Dimension des Buches, dass ich das versuche nachzuzeichnen, wie gerade diese scheinbar abgekoppelten Bereiche der Büroarbeit, der Informationsarbeit und so weiter aus einer Auseinandersetzung mit Krisen in der Aneignung von Natur entstanden sind. Das ist quasi das Argument, was mich dazu bringt, hier von ökologischer Arbeit zu sprechen. Vielleicht kann ich es noch einmal ein bisschen konkreter machen, wenn ich wieder eines der Fallbeispiele illustriere, die ich im Buch verwende, weil ich ja die ganzen Kategorien nicht einfach nur quasi abstrakt entwickle, sondern immer anhand von historischem Material, was das dann veranschaulicht, wie auch diese Wechselwirkung hier zu verstehen ist zwischen Arbeit und Natur. Und zwar das Fließband ist, finde ich, ein ganz interessantes Beispiel, weil das quasi so eines der Prototypen von technisierter Arbeit ist. Und ich dachte immer, das Fließband sei in den Automobilfabriken von Ford erfunden worden. Das ist aber nicht der Fall, sondern es wurde eingeführt in den Fleischfabriken von Chicago, die noch vor Ford quasi entstanden sind. Und dort war ein ganz großes Problem, dass man das Metzgereihandwerk nicht wirklich industrialisieren konnte, weil die Industrialisierung ja vor allem den Vorteil der Skaleneffekte hervorbringt. Das heißt, man kann sehr viel Material gleichzeitig verarbeiten. Und da hatte man beim Fleisch eben das Problem, dass das dann immer verrottet ist. Man hat zwar die Möglichkeit, sehr schnell sehr viele Tiere zu töten, aber danach sind deren Körper einfach verrottet, ja. Und dann brauchte man eine technische Maßnahme, mit der es möglich war, diese verrottenden Körper möglichst schnell zu verarbeiten. Und das war eben das Fließband, wo man dann quasi die toten Tierkörper an Haken gehängt hat und die mit Schwerkraft sozusagen von oben nach unten in einer mehrstöckigen Fabrikhalle hat weiterrollen lassen und sie dort verarbeiten ließ. Das heißt, hier hat man sozusagen diese Technisierung als eine Reaktion auf eine Dimension der Autonomie der Natur, nämlich diese Verwesungsprozesse. Und dann gibt es aber auch einen starken Zusammenhang mit der Autonomie der Arbeit, weil das dann nämlich die Beschäftigten in diesen Fabriken genutzt haben für spontane Streiks. Also die haben dann relativ viele Tiere geschlachtet und haben dann auch nur relativ kurze Zeit ihre Arbeit unterbrochen. Und das hat dann schon starken ökonomischen Schaden angerichtet, weil die Tierkörper dann wieder verwest sind.
Und dann gab es wiederum eine Expansion, indem man Kühltechnik eingeführt hat, wo man dann aber darauf angewiesen war, von sehr weit her Eis heranzuschaffen, was dann wiederum technische Entwicklungen im Transportwesen, in der Eisenbahn und so weiter notwendig gemacht hat, die dann wiederum so komplexe Produktionsnetzwerke hervorgebracht haben, dass es wiederum ganz neue Anfälligkeiten für Unterbrechungen sowohl durch die Autonomie der Arbeit als auch durch die Autonomie der Natur gab. Also hier ist quasi das Argument, dass man es mit einer Art reaktiven Expansion der Arbeitswelt zu tun hat, die also quasi immer auf diese verschiedenen Spielarten von Autonomie der Natur und Autonomie der Arbeit reagieren und also nicht getrennt von denen verstanden werden können. Letztlich ist das Buch ein Buch, das um Stoffwechselpolitiken geht. Und können wir so sagen, nachdem wir die Grundkoordinaten einigermaßen geklärt haben, ein bisschen in diese Richtung eintauchen. Ich würde gern vielleicht nochmal so überhaupt ein bisschen einen kleinen Schritt zurückgehen, wenn man so will. Du hattest es ja, glaube ich, auch schon angedeutet bei irgendeiner der vorherigen Antworten, dass es dir mit dieser Perspektive, mit dem Entwickeln dieser Perspektive der Stoffwechselpolitik auch darum geht, durchaus wirkmächtige andere Perspektivierungen zu überwinden. Zum Beispiel diese extreme Fixierung auf das Element des Konsums, auf die Sphäre des Konsums, wo sozusagen dann hingegangen wird und gesagt, okay, der Simon hat jetzt irgendwie einen CO2-Abdruck von XYZ und deswegen soll er jetzt, was weiß ich, den Müll trennen oder irgendwie so, ja? Und es sind sozusagen bestimmte Politiken ja auch verbunden mit dieser spezifischen Art der Fixierung auf die Sphäre des Konsums. Und das, was du machst, du hattest es eigentlich ja schon sehr schön auch herausgestellt, ist, dass du sagst, nein, Produktionspolitik und Arbeit sind sozusagen Orte, die für diese Frage, wie alternative Stoffwechselpolitiken eigentlich angegangen werden könnten, extrem zentral und müssen bearbeitet werden. Und eine Sache, die bei mir dann natürlich sofort aufgepoppt ist, die ZuhörerInnen wird es nicht wundern, ist, dass das sehr nah dran liegt an zum Beispiel Rufen nach anderen Formen der Demokratisierung der Investitionsfunktion im Rahmen der Debatte rund um Fragen demokratischer Planung. Also das sind sozusagen eigentlich Themen, die ja extrem nah miteinander zusammenhängen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen. Im Rahmen der Stoffwechselpolitik, was gilt es da sozusagen zu bedenken, zu adressieren und anders zu machen, wenn es um diese Sphäre der Produktion und der Arbeit geht? Also ich würde ja sagen, dass der Punkt, dass es ein Bewusstseinsproblem gibt, was die Ursache der ökologischen Krise ist, extrem überstrapaziert wird. Ja, also ich glaube, Bewusstsein wird stark überschätzt. Aber wenn es ein Bewusstseinsproblem gibt, dann ist es nicht die Leugnung des Klimawandels. Ja, also das ist gerade in Deutschland ist das irrelevant, sondern es ist die Gleichsetzung von Umweltbewusstsein mit Konsumentscheidungen. Das halte ich für das größte Bewusstseinsproblem, wenn wir über die ökologische Krise sprechen, weil das in kontrafaktischer Weise zum Beispiel alle CO2-Emissionen auf individuelle Konsumakte umrechnet. Und das ist ein Projekt, muss man sagen, das gezielt ablenken soll von den eigentlichen Ursachen der ökologischen Krise, nämlich von der Organisation unserer Produktion, die diesen Konsumakten immer vorgeschaltet ist. Und ich sage deshalb Projekt, weil mittlerweile ja klar ist, dass das gezielt gepusht, popularisiert und finanziert wurde von den großen fossilen Konzernen wie BP, diese Indizes des CO2-Fußabdrucks und sozusagen dort popularisiert wurden, mit dem Ziel, dass man dann der Regulierung und Politisierung der Produktion entgehen kann und das Problem auf die Sphäre des individuellen Konsums verlagern kann, in der man keine Wirkmacht hat, in der man nichts verändern kann, de facto. Das heißt, es ist sozusagen eine Immunisierung des fossilen Kapitalismus gegen Kritik. Und das ist sozusagen, muss man wirklich scharf kritisieren und ablehnen. Und das ist auch sozusagen nichts, was man sozusagen in Ergänzung oder sowas machen kann, sondern das ist wirklich eines der größten Probleme, diese Herangehensweise. Und ein Beispiel nochmal, um zu zeigen, wie skurril das eigentlich ist, ist, wenn man jetzt einen Manager von BP nehmen würde, die diese Indizes ja so toll finden,
der sozusagen täglich in seiner Arbeit den Ausbau der fossilen Infrastrukturen vorantreibt, aber mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt und nie in den Urlaub fliegt, weil er sowieso nur arbeitet, dann wäre der, wenn wir diesen Index sozusagen zur Bemessung von Verantwortung für die ökologische Krise heranziehen, vorbildlich. Ja, das wäre dann sozusagen ein ganz toller, ökologisch bewusster Mensch. Genau, und sozusagen der Prolet, der mit seiner Dieselschleuder irgendwie weit zur Arbeit fahren muss, ist möglicherweise das größere Problem. Und das ist natürlich bizarr und wirklich grundfalsch. Und was ich stattdessen vorschlage, jetzt sozusagen nach dem Rant gegen die individualisierte Konsumperspektive, ist eine Politisierung der Produktionssphäre und sozusagen das in den Fokus zu nehmen. Und hier ist aber gleichzeitig auch ein Argument, meine eigene Disziplin, die Arbeitssoziologie, die diese Politisierung der Arbeit ja schon lange sozusagen ins Zentrum gestellt hat, dass dann aber wiederum oft die ökologische Dimension dieser Produktionspolitik übersehen wird und dass man das eben auch in den Blick nehmen muss. Und weil deine Frage ja nochmal auf diese Relation zum Konsum auch abzielte, das natürlich nicht heißen soll, dass die Sphäre des Konsums irrelevant ist. Aber sie muss eben immer in Relation zur Produktion gesehen werden. Ich habe im Buch ein ganzes Kapitel dazu, wie es quasi zu diesem konsumbasierten Klassenkompromiss kam, in dem wir uns gerade bewegen, der ein ganz zentraler Stabilisierungsfaktor ist für unsere Phase des Kapitalismus. Und hier ist ganz wichtig der Bruch, der in den 1950er Jahren stattgefunden hat, wo es eine Umstellung der Energiebasis des Kapitalismus von Kohle auf Öl gab, wo dann zum ersten Mal Energieverschwendung ökonomisch rational wurde. Und dann konnte man wirklich Energie in großem Maßstab verbrauchen, um eine Produktivität zu erreichen, die energetisch völlig ineffizient ist, aber trotzdem gleichzeitig hohe Profite und hohe Löhne ermöglichte, womit es dann möglich war, ganz energieintensive Haushaltsmaschinen wie Autos, Kühlschränke, Waschmaschinen und so weiter sich anzuschaffen. Und dieser konsumbasierte fossile Klassenkompromiss zieht sich durch, und das ist wichtig, jenseits der Unterscheidung von fordistischem und postfordistischem Klassenkompromiss. Ja, also das ist ja eigentlich die traditionelle Unterscheidung, dass man sozusagen im Fordismus den Wohlfahrtsstaat hat, der für die Inklusion zuständig ist, und dann im Neoliberalismus wird der abgebaut. Und während der Wohlfahrtsstaat aber kommt und geht, bleibt dieser fossil betriebene Konsumismus durchgehend. Und der bleibt quasi der Kern des Klassenkompromisses. Und hier ist aber sozusagen das Argument, dass man das ganz wesentlich mit der Produktion zusammendenken muss, weil hier sozusagen die Entscheidung sozusagen zur Energieverschwendung gefällt wird. Und hier wird auch das Problem der Überproduktion verursacht, weil sozusagen die Überproduktion eine notwendige Konsequenz der kapitalistischen Akkumulationsdynamik ist es so, dass es immer wieder zu der Situation kommt, dass einfach zu viele Güter produziert werden und man sich dann im Nachhinein überlegen muss, wie man eigentlich den Bedarf dafür schafft. In dem Buch zeige ich das anhand der Landwirtschaft, wo es auch ab den 50er Jahren durch die fossile Energie eine extreme Produktivitätssteigerung gab und man dann zum Beispiel plötzlich viel zu viel Hühnerfleisch hatte und niemanden mehr, der das konsumieren wollte. Und dann brauchte man plötzlich eine ganze Kaste von Produktdesignern und Werbefachleuten, um solche bizarren Produkte wie Hühner, Katzenfutter, Caesar Salad oder Chicken Nuggets zu entwerfen, um quasi dann dafür zu sorgen, dass dieses Hühnerfleisch auch konsumiert wird. Und das sozusagen einfach nur auf die verantwortungslosen Konsumenten zu reduzieren, scheint mir wirklich hochgradig ideologisch. Du führst im Buch dann verschiedene Betrachtungsperspektiven ein, und zwar drei verschiedene. Und es wäre vielleicht nicht uninteressant, die einmal durchzugehen. Das sind die Nutzbarmachung, die Reproduktivkräfte und der ökologische Eigensinn. Vielleicht können wir uns die einzeln mal ein bisschen genauer in den Blick nehmen und fangen eigentlich einfach auch direkt mit der Nutzbarmachung an. Wir sind, das hattest du ja, glaube ich, jetzt schon in verschiedenster Art und Weise auch klar gemacht, angewiesen auf Formen der Nutzbarmachung der Natur durch Arbeit, um uns zu erhalten. Aber es kommt eben darauf an, welche Form diese Nutzbarmachung annimmt. Das sollte eben eigentlich ja relativ klar sein, auch im Hinblick auf, wie wir es denn anders machen könnten. Vielleicht kannst du das mal kurz ein bisschen skizzieren, warum du diesen Begriff der Nutzbarmachung einführst und wofür er auch dient. Ja,
Der Begriff ist total zentral für mein Buch. Das ist fast noch zentraler als der Begriff der Stoffwechselpolitik. Und der kam aus einer Kritik oder einem Unbehagen gegenüber der Kategorie der Aneignung, die sowohl in der neoklassischen als auch in der kritischen Umweltökonomie sozusagen immer der Default-Go-To-Point ist, wenn man nach den Ursachen der ökologischen Krise fragt. Dann wird immer gesagt, ja, Natur wird kostenlos angeeignet. Und das stimmt natürlich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Eigentumsverhältnisse sind extrem wichtig. Sie sind aber an sich imaginäre Institutionen. Die setzen nichts in Bewegung. Und ein Problem, was aus meiner Sicht damit einhergeht, sozusagen dabei zu verbleiben, dass man einfach nur auf die Eigentumsverhältnisse schaut, ist, dass das impliziert, dass quasi die Welt eine Art großes Rohstofflager ist, wo man eigentlich einfach nur quasi Eigentumsclaims haben muss und dann ist schon alles geregelt. De facto ist es ja aber so, dass die Welt überhaupt erst in die Form gebracht werden muss, dass sie verarbeitbar ist und dass sie auch kapitalistisch nutzbar gemacht werden, genutzt werden kann. Und das ist eben der Prozess der Nutzbarmachung, der selbst ein Arbeitsprozess ist. Also Flüsse müssen zum Beispiel begradigt werden, damit sie genutzt werden können und keine Probleme darstellen. Äcker müssen angelegt und nicht nur angelegt, sondern vor allem auch permanent von unerwünschten Pflanzen bereinigt werden, damit sie genutzt werden können. Also das ist sozusagen nicht einfach nur, die sind nicht einfach da und werfen dann ihre Produkte ab, sondern es geht hier darum, dass sie permanent nutzbar gemacht werden müssen, dass die Erde permanent nutzbar gemacht werden muss. Und dasselbe gilt aber auch für menschliche Körper, weil Menschen eben nicht als Arbeiterinnen und Arbeiter geboren werden, sondern auch menschliche Körper müssen permanent nutzbar gemacht werden. Das heißt, wir müssen unsere Kinder die ganze Zeit ermahnen, dass sie sich an gesellschaftliche Konventionen halten, damit sie nützliche Mitglieder der Gesellschaft werden. Wir müssen lebenslang immer wieder uns weiterqualifizieren. Wir müssen immer wieder Disziplin einüben und so weiter. Unsere Körper sind nicht einfach Arbeitskörper, sondern sie müssen dazu gemacht werden. Und gerade die Parallele zwischen diesen beiden Dimensionen ist das, was ich mit dem Begriff der Nutzbarmachung in den Blick nehmen möchte. Nämlich die Nutzbarmachung von Arbeit und Natur sind im Endeffekt symmetrisch oder fast dasselbe. Sozusagen in vielen Fällen ein und derselbe Prozess, wie wir ganz am Anfang anhand des Beispiels des Betons gesehen haben, ja, wo es quasi um eine Nutzbarmachung der Arbeitskraft geht durch die Dequalifizierung, aber gleichzeitig auch um eine Nutzbarmachung der Natur, indem man plötzlich den zuvor ökonomisch wertlosen Sand in Massen verarbeiten kann und so weiter. Und das ist auch ein Ausgangspunkt für eine neue Politisierung der Produktion und der ökologischen Krise, weil man hier darauf verweisen kann, dass es in der kapitalistischen Arbeitswelt strukturell ein Leiden an der Nutzbarmachung gibt. Also weil die kapitalistische Arbeitswelt darauf angewiesen ist, diese Nutzbarmachung immer weiter zu intensivieren, Leistungssteigerung zu betreiben. Das führt bei sehr, sehr vielen Menschen zu Leidenserfahrungen. Dafür sprechen in objektiver Hinsicht die steigenden Burnout-Zahlen, Krankenfälle und so weiter. Aber subjektiv können das die meisten Menschen vermutlich sowieso relativ direkt nachvollziehen. Und dieses Leiden an der Leistungssteigerung und an der Nutzbarmachung hat eben eine verborgene ökologische Dimension. Das zeigt sich in ganz vielen Interviews, die ich auch im Zusammenhang mit dieser Forschung geführt habe, dass viele Beschäftigte gerade in den ökologisch schädlichen Branchen sagen, einerseits macht diese Arbeit unsere Körper kaputt und andererseits führt sozusagen die permanente Steigerungslogik notwendigerweise auch dazu, dass wir hier Naturzerstörung betreiben. Und darunter leiden die Leute. Also ich habe da vor allem jetzt Bauarbeiter befragt, aber jetzt werden dann demnächst auch noch einige andere Berufsgruppen dazukommen. Und hier ist sozusagen ein starkes Leiden da, was ein Anknüpfungspunkt für eine relativ radikale ökologische Kritik ist, die für mich recht überraschend war, dass diese Anknüpfungsmöglichkeit hier sich so offenbart hat, weil das ja quasi eine Form von Degrowth-Politik impliziert, wenn man sagt, man müsste eigentlich langsamer oder weniger arbeiten, wo man immer davon ausgeht, dass das besonders schwer zu vermitteln ist in proletarischen Milieus, was ja auch stimmt, weil es oft als rein akademisches Projekt daherkommt. Aber diese Verknüpfung scheint mir hier sozusagen eine Möglichkeit zu sein, Bündnisse zu schmieden. Ja, nämlich eigentlich in doppelter Hinsicht, wenn ich dich da richtig verstehe. Einmal eben auf Basis des Leidens an der Nutzbarmachung und
so erinnere ich es zumindest aus dem Buch, ja auch aus eben einer bestimmten anderen Form der Sensibilität im Umgang mit der Natur. Also das ist ja auch was, was ich wirklich schön fand. Da gibt es diese eine Passage im Buch, wo der Bauarbeiter beschreibt, wie er irgendwie montags zur Arbeit muss und es eigentlich total kacke findet und irgendwie angefuckt ist, dass er jetzt hin muss. Und dann steht er da auf der Baustelle, wo er gleich eigentlich irgendwie auch destruktiv sein soll auf eine Art und dann kommt ein Schmetterling und setzt sich irgendwie auf die Betonmischmaschine oder sowas und er hat so einen Moment der ja des Genießens dieser Beziehung zur Natur in der Arbeit quasi, ja, obwohl er eigentlich ja quasi gleich dann da irgendeine Fläche zu betonieren soll oder so. Das war irgendwie ein ganz interessanter Moment und eigentlich wäre ja sozusagen das politische Moment oder ein politisches Moment oder das politische Moment, was du jetzt gerade beschrieben hast, könnte ja an beidem ansetzen, oder? Also an der am Leiden, an der Nutzbarmachung und eben auch an dieser Form von ja, Sensibilität, die trotz allem eigentlich dann in diesem spezifischen Bezugsverhältnis trotzdem auch noch innewohnt. Ja, das ist total wichtig, weil sich hier eine extrem wichtige Form des Umweltwissens auch zeigt, die durch Arbeit hervorgebracht wird. Also in der Arbeit haben wir ja schon diskutiert, interagieren wir mit der Natur in den allermeisten Fällen. Und bei den Bauarbeitern ist es jetzt besonders stark der Fall, aber es ist auch bei ganz vielen anderen Jobs der Fall. Und dadurch kommt es zu einer Art verkörpertem Umweltwissen, die auch ganz stark mit Sensibilität gegenüber ökologischen Problemen einhergeht. Und das wird aber viel zu wenig berücksichtigt in ökologischen Diskursen, sondern in ökologischen Diskursen ist Umweltwissen synonym mit einem wissenschaftlichen Weltzugang. Und davon sind aber natürlich ein Großteil der Leute ausgeschlossen, weil sie eben keine wissenschaftliche Ausbildung haben und so weiter. Und ihre Form des Umwelt- und Naturzugangs damit abgewertet wird. Und bei den Bauarbeitern zeigt sich zum Beispiel, dass sie mit dem wissenschaftlichen Naturzugang recht wenig anfangen. Also da gibt es durchaus auch Klimawandelleugner dabei und die sprechen immer von den Zahlenmenschen. Damit meinen sie sowohl ihre eigenen Vorgesetzten, die quasi die Baubranche nur in Zahlen, nämlich in Geldsummen sehen und vom stofflichen Arbeitsprozess keine Ahnung haben, als auch die Akademiker im Allgemeinen. Und da ging es dann spezifisch um die Klimabewegung. Und da sagen sie auch, ja, das sind ja halt auch so Zahlenmenschen. Und damit können sie relativ wenig anfangen. Das heißt aber nicht, und das wird aber oft gefolgert, dass sie Umweltfeinde seien. Sondern im Gegenteil haben sie eben ein starkes Leiden darunter, dass sie auch selbst bei der Arbeit die Natur so stark beschädigen und zerstören müssen. Und es kommen durchaus auch recht radikale ökologische Forderungen, dass man zum Beispiel einfach weniger bauen sollte oder langsamer bauen sollte. Und das ist aber immer ganz stark auch eben mit der eigenen Arbeitserfahrung verknüpft. Und dann ist eine Go-To-Forderung halt die Arbeitszeitverkürzung, was mir auch eine wirklich wichtige und sinnvolle Forderung zu sein scheint. Beides eben die beiden Dimensionen der Nutzbarmachung sehr schön verknüpft und natürlich auch einen unmittelbaren ökologischen Nutzen hätte, wenn man die Arbeitszeit etwas drosseln könnte. Vielleicht da noch kurz angeknüpft, welche Form der, weiß nicht, des Austauschs oder Kommunikation oder des, welche Form müsste es annehmen, damit sich diese verschiedenen Arten des Wissens besser miteinander verbinden ließen, ne? Also weil es gibt ja an beiden Stellen etwas zu holen. Es gibt etwas zu holen beim wissenschaftlichen Umweltwissen, wenn man so will, weil das eine Perspektive bereithält, die in dem verkörperten Wissen in dieser Form sozusagen auch gar nicht sichtbar werden kann. Also wenn wir jetzt denken an zum Beispiel Formen der Simulation, die einfach ja, in dem Fall datengetrieben eine Perspektivierung mit hervorbringen, die natürlich im direkten Austausch mit der Natur so nicht sich einstellt. Also da gäbe es sozusagen, gibt es definitiv was zu holen und wie du ja richtig betonst, eben es gibt in diesem verkörperten Umweltwissen natürlich auch was zu holen. Und jetzt frage ich mich, welche Form das annehmen kann, dass diese beiden Arten des Wissens besser in einen produktiven Austausch miteinander gebracht werden können. Hast du da eine Intuition zu? Ja, sehr schöner Punkt. Das ist wirklich wichtig, dass eben ein Problem der ökologischen Krise ja darin besteht, dass solche Makrodynamiken wie die Corona-Pandemie oder der Klimawandel körperlich prinzipiell nicht erfahrbar sind.
Weil die lokalen Phänomene, die das verursacht, sind ja nicht das eigentliche Problem. Also, dass es jetzt ein bisschen wärmer ist an dem einen oder anderen Ort oder dass man jetzt irgendwie krank wird als Einzelperson, ist sozusagen nicht die ökologische Krise, sondern die ökologische Krise wird erst durch diese Form des globalen Wissens überhaupt sichtbar und damit auch politisierbar. Das heißt, das ist natürlich kein Plädoyer dafür, dieses wissenschaftliche Wissen aufzugeben. Ja, das ist ganz klar. Und ich denke das aber aus der Perspektive der Klimabewegung und auch meiner eigenen Situierung als Wissenschaftler heraus. Also frage ich mich vor allem, was wir tun können, um das besser zu verbinden. Und da ist mir schon wichtig, dass es ein bisschen tieferen Respekt einfach braucht für andere Zugänge. Was sich nicht quasi auf ein Proforma-Zugehen auf die Leute reduzieren lässt, was quasi immer so einen missionarischen Hintergedanken hat, dass man irgendwo hingeht, um die Leute für einen Streik zu gewinnen, damit sie beim Klimastreik mitmachen oder ähnliches und dann halt ihnen zuhört, weil man es halt muss, sondern dass man sich wirklich auf eine tiefere, empathische Weise darauf einlässt, dass es eben wirklich Unterschiede sind und dass man nicht versucht, diese Unterschiede einzuebnen, sondern wirklich beides in seiner Nützlichkeit für transformatorische Politiken ernst nimmt und systematisch einbezieht. Das scheint mir eben auch wichtig, dass es sozusagen dann nicht Politiken sein können, die dann nur darin bestehen, dass sich eben Arbeiterinnen auf den Wissenschaftsdiskurs einlassen, sondern dass man die andere Seite eben auch dezidiert zu Wort kommen lassen muss und entsprechende Politiken eben auch fährt, die dem angemessen sind. Da ist eben Arbeitszeitverkürzung das Paradebeispiel. Und wir hatten es schon festgestellt, es sind eben drei Perspektivierungen, die du da einführst. Die Nutzbarmachung, beziehungsweise auch die differenzielle Nutzbarmachung, die ist eine Perspektive. Die nächste Perspektive, die ich unglaublich interessant, relevant und spannend finde, ist die der Reproduktivkräfte. Das ist natürlich was, was auch hier in Future Histories immer wieder vorgekommen ist, als eine Form von Forderung, wenn man so will, dass es eigentlich darum geht, diese Sphärentrennung zu überwinden zwischen einer scheinbar eben separierten Produktionssphäre und einer eben scheinbar separierten Reproduktionssphäre. Und du führst eben da dann auch in diesem Zusammenhang den Begriff der Reproduktivkräfte ein. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen näher bringen. Was bringt diese Perspektive der Reproduktivkräfte mit ins Spiel und warum ist sie nützlich für uns? Ja, das hat tatsächlich sehr viel mit dem Begriff der differenziellen Nutzbarmachung zu tun, den du auch gerade noch hinterhergeschoben hast, weil die Nutzbarmachung nicht gleichförmig abläuft, sondern an unterschiedlichen Stellen sehr unterschiedliche Formen annimmt, die koexistieren. Und da kann man grob unterscheiden zwischen Formen der Fernutzung, also von Natur und von Arbeit, die wir zum Beispiel in monokulturellen Plantagenwirtschaften und der Sklavenhaltung haben, wo es wirklich um Raubbau an der Natur geht, der dezidiert auch von denen, die das betreiben, so in Kauf genommen und gesehen wird und um Zerstörung von Menschenleben. Und in dieser Hinsicht ist auch die Kookurrenz dieser beiden Dimensionen von Fernutzung kein Zufall, ja? Also dass sozusagen die Plantagenwirtschaft mit Sklaverei einhergeht. Das wäre also diese eine Dimension. Das ist aber nicht generalisierbar, weil man natürlich nicht die Grundlagen der Mehrwertgenerierung auf diese Weise allgemein unterminieren kann, weil man ja in den frühen Plantagen nur über wenige Jahre das jeweils so betreiben konnte und dann war der Boden erodiert, dann konnte man quasi nur noch weiterziehen und weitere Wälder roden und dort wieder von vorne anfangen. Das ist eben in dieser Hinsicht nicht generalisierbar. Deswegen entwickeln sich mit der Nutzbarmachung notwendigerweise eben auch die angesprochenen Reproduktivkräfte. Das heißt sozusagen eine nicht symmetrische, aber dennoch ausgleichende Entwicklung zu den Produktivkräften, die eben meistens diese destruktive Dimension auch haben, weil wir quasi Apparate der organisierten Wiederherstellung des Lebens brauchen, auch um die kapitalistische Produktion aufrechtzuerhalten. Eine tolle Studie, die das wirklich sehr schön veranschaulicht, ist das Buch von Gabriel Wienand, der die Stahlindustrie und den Care-Sektor in Pittsburgh historisch untersucht hat und dort zeigt, wie quasi der Care-Sektor, also die institutionalisierte und professionalisierte Gesundheits- und Pflegearbeit, hervorgegangen ist aus den
Arbeitskämpfen zunächst der Industriearbeiter und dann aber sich dramatisch ausgeweitet hat mit dem Niedergang dieser Stahlindustrie, also sozusagen aufs Engste verwoben war mit dieser Industrie und eben gerade nicht das radikal andere dieser Industrie ist und der Produktivkräfte. Deswegen, und das lässt sich jetzt sprachlich sehr ausdrücken, spreche ich im Buch eben nicht einfach von Reproduktivkräften als ein Wort, sondern Re/Produktivkräften, um auch hier diese Einheit in der Trennung zu unterstreichen. Weil es aus meiner Sicht eben ein Fehler wäre, die Reproduktivkräfte im Sinne von Care-Arbeit und so weiter zu romantisieren, indem man sie als das andere quasi der Produktivkräfte sich vorstellt, weil das in teilweise regressive, rückwärtsgewandte Politiken mündet, sondern gerade die immanenten Widersprüche betont werden können, die sozusagen darin stecken, dass die Reproduktivkräfte, also jetzt Care und auch die Wiederherstellung von Natur, auch selbst notwendiger Bestandteil der Nutzbarmachung und der kapitalistischen Verwertung sind und dass die Spannungen und Konflikte, die es dort gibt, die ja gerade auch immer größer werden in der Care-Krise, gerade aus dieser Integration in die Nutzbarmachung entstehen und eben nicht erklärbar sind, wenn man das sozusagen als das radikal andere versteht. Und die dritte Betrachtungsperspektive, die du einführst, ist der ökologische Eigensinn. Mir kommt jetzt so vor, als hätten wir den auf jeden Fall schon mal in der einen oder anderen Form durchaus mindestens gestreift. Vielleicht kannst du trotzdem noch mal kurz sagen, worum es sich da handelt. Ja, den haben wir schon gestreift. Da geht es quasi um diese Praktiken der Umweltaneignung bei der Arbeit, die wir im Fall der Bauarbeiter jetzt schon kurz diskutiert haben. Aber das scheint mir auch sozusagen noch mal wichtig zu sein, dass begrifflich zu systematisieren, weil also Aneignung von Arbeitsumwelt spielt in der Arbeitssoziologie eine ganz, ganz zentrale Rolle. Oft geht es da um technische Arbeitsumgebungen und so weiter. Aber diese ökologische Dimension wird ganz oft ausgeblendet, ist aber total wichtig. Und zwar sowohl als funktionaler Bestandteil des Arbeitsprozesses. Also die Bauarbeiter müssen zum Beispiel ein Gefühl für Wetter entwickeln, weil das beeinflusst, wie man mit dem Beton umgehen kann, ob der noch trocknet und so weiter. Und da geht es nicht so sehr um objektive Grenzen von Temperaturen, sondern das ist wirklich ein verkörpertes Gefühl. Das ist funktional für den Arbeitsprozess. Und das wäre sozusagen eine Dimension des ökologischen Eigensinns. Eine andere ist aber auch ein Potenzial von Widerständigkeit dieses ökologischen Eigensinns und des verkörperten Umweltwissens. Auf ganz dramatische Weise kann man das bei den Sklavenaufständen in der Karibik im 18. und 19. Jahrhundert sehen, wo nämlich das Wissen um die tödlichen Krankheiten, die Moskitos übertragen haben, quasi die wichtigste Waffe im Kampf gegen die weißen Sklavenhalter war. Weil man nämlich natürlich militärisch mit denen nicht mithalten konnte und dann in der Situation war, wo man quasi schwarze Maroons, also entflohene ehemalige Sklavinnen und Sklaven hatte, und auf der anderen Seite vor allem weiße Kolonialmilizen, weil eben für die Niederschlagung von Aufständen sich Schwarze naheliegenderweise als recht unzuverlässig erwiesen haben. Und man dann quasi eine Situation hatte, wo einerseits klassische Guerilla-Taktiken angewandt wurden. Also man hat Plantagen angezündet und vielleicht noch ein paar Aufseher erschossen oder ähnliches. Und dann musste man wieder fliehen. Aber andererseits hat man auch quasi versucht, die Kolonialmilizen zu binden und in Gelände zu manövrieren, wo es besondere Moskitobelastung gab, weil diese Moskitos Krankheiten übertragen haben, wie Malaria und Gelbfieber, an denen die Weißen eben relativ schnell gestorben sind, während die Schwarzen dagegen weitgehende Immunität hatten, weil diese Krankheiten in Afrika eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte schon haben und es die dort schon sehr, sehr viel länger gab und sie dann eben durch den Kolonialismus auch in die Karibik gebracht wurden, sodass man hier eine quasi differenzielle Immunität hatte. Und das wussten die Aufständischen. Und dann, wenn sie Siege errungen haben, haben die quasi fast immer so funktioniert, dass man die kolonialen Machthaber durch Guerilla-Angriffe provoziert hat, sie dazu gebracht hat, sehr viele Soldaten irgendwo hinzubringen, wo sie dann infiziert wurden. Und dann sind die Soldaten zu großen Teilen gestorben. Das war bei den erfolgreichen Aufständen oder der Revolution in Haiti quasi ein militärisches Schlüsselmoment. Und das ist wiederum eine Form des ökologischen Eigensinns, weil das Wissen darum haben sich die Sklavinnen und Sklaven bei ihrer Arbeit auf den Feldern angeeignet, wo man quasi immer wieder gesehen hat,
wie die Weißen sozusagen an diesen Krankheiten gestorben sind. Es gibt aber dann auch ganz viel kleinere Dimensionen davon, weil, um bei den Sklaven zu bleiben, man sich zum Beispiel auch bei der Arbeit versucht hat zu verstecken. Also diese Flucht war oft so, dass man sich eben quasi in die Berge zurückgezogen hat, aber teilweise auch eine Flucht in die Zuckerplantagen, weil quasi die Zuckerhalme so groß waren, dass man daraus sozusagen kleine Hütten oder Verstecke flechten konnte und man dann quasi das Wissen um die Beschaffenheit dieser Pflanzen nutzen konnte, um dort quasi auf den Plantagen selbst, weil die so riesig waren, Verstecke zu bauen und das dann wiederum einerseits selbst schon widerständige Praktiken der Nutzlosigkeit waren oder aber quasi als Ausgangspunkt dann für die genannten Guerillakämpfe auch funktioniert hat. Ein anderes Beispiel sind eben die Schlachter in den Schlachtfabriken von Chicago, die eben ihren ökologischen Eigensinn, also ihr Wissen um die Verwesungsprozesse in ihren Streiks genutzt haben. Also das wären so Beispiele in historischer Dimension, die wirklich sehr wichtige Konsequenzen auch hatten für die weitere Entwicklung der Arbeitswelt. Und das wird aber oft übersehen, quasi in der Arbeitssoziologie, dass diese ökologische Dimension quasi der Arbeitskämpfe gerade in den informellen Mikroauseinandersetzungen sehr, sehr wichtig ist. Jetzt sind das alles eben historische Beispiele für solche Formen des ökologischen Eigensinns. Fallen dir auch Beispiele ein, wo man heute einen solchen ökologischen Eigensinn einsetzen könnte als widerständische Praxis? Ja, konkret in der Forschung zu den Bauarbeitern wird das auch sehr deutlich. Hier ist es so, dass die Bauarbeiter eben jetzt schon und auch in der Schweiz sehr stark vom Klimawandel betroffen sind. Das heißt, Hitzestress spielt da auf der Arbeit eine extrem starke Rolle. Und dieser Hitzestress ist aber nicht einfach nur quasi objektiven Temperaturen geschuldet, sondern gerade auch der Arbeitsorganisation, die nämlich keine informellen Pausen zulässt, die sagt, man muss einfach weiterarbeiten, egal ob Sonne oder Schatten ist. Und dann entstehen Praktiken der Nutzlosigkeit, wo sich die Leute verstecken auf den Baustellen. Und zwar sucht man sich dann ein schattiges Plätzchen, wo man sowohl sich vor der Sonne als auch vor den Blicken der Vorgesetzten verstecken kann. Und dann hat man sich quasi diese Regenerationspausen so quasi zurückgeholt. Das ist jetzt sozusagen ganz individuelle auf der Mikroebene. Aber auch diese vorher angesprochenen Formen der ökologischen Kritik würde ich hier zu einer Form des ökologischen Eigensinns zählen, dass man nämlich sozusagen aufgrund des verkörperten Umweltwissens, was man sich bei der Arbeit angeeignet hat, um die ökologische Destruktivität der eigenen Branche und der eigenen Arbeit weiß und deshalb auch diese Forderungen überhaupt entstehen, auch aus ökologischen Überlegungen die Arbeitszeit zu reduzieren oder vielleicht einfach weniger zu bauen. Ja, das würde durchaus auch dazu zählen. Und du hast ja jetzt eigentlich in deinen Antworten immer schon sehr schön auch so Beispiele aus deinen historischen Untersuchungen mit eingeflochten. Ich würde trotzdem gerne da nochmal ein bisschen dem mehr Raum geben wollen. Du entwickelst eben in deinem Buch ja eigentlich entlang dieser verschiedenen historischen Betrachtungen das Argument, oder du nimmst sie her, um zu argumentieren, dass wir eben sehr wohl natürlich andere Formen des Stoffwechsels mit der Natur hervorbringen können, weil auch die, in der wir uns jetzt befinden, der fossilgetriebene Stoffwechsel mit der Natur natürlich historisch gewachsen und insofern auch kontingent ist. Also es könnte durchaus anders sein und es hat spezifische Gründe, warum das in dieser Art und Weise vorgebracht worden ist. Und das hat natürlich viel mit kapitalistischen Imperativen zu tun, die sozusagen sich dann in diese Prozesse mit eingeschrieben haben. Vielleicht magst du uns da nochmal ein historisches Schlaglicht mit an die Hand geben, anhand dessen du diese Betrachtung ausformulierst. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das ganze Buch quasi aus, wie du es sagst, ökologischen Schlaglichtern besteht. Also das Buch ist eine ökologische Geschichte der industrialisierten Arbeit. Das heißt, diese ganzen Begriffe und Konzepte, die wir jetzt diskutiert haben, entwickle ich aus diesen Schlaglichtern. Und ich fange da an mit dem Schlaglicht des Schimmelmannschen Sklavenimperiums. Das ist insofern interessant, als dass, also Schimmelmann war ein Hamburger Kaufmann und zu seiner Zeit im Mitte des 18. bis Anfang des 19. Jahrhunderts der größte europäische Sklavenhändler überhaupt. Und dort ist sehr spannend, dass man sehen kann, wie quasi in einem
Handelsimperium in einem Unternehmen, wenn man so will, die feudale, die sklavenhalterische und die kapitalistische Produktionsweise zusammenkommen. Und das jeweils auch in der ökologischen Dimension sehr gut sichtbar wird. Und hier ist es so, dass Schimmelmann sich zunächst mal, um sein Geschäft in großen Maßstäben nachgehen zu können, Adelstitel erkauft hat und damit auch Feudalbesitz einherging und hatte also auch Leibeigene und stand vor dem Problem, wie er die disziplinieren kann und wie man die überhaupt dazu bringen kann, gewinnbringend landwirtschaftlich zu arbeiten. Das war das, was die ja meistens gemacht haben. Und eines der größten Probleme war, dass die immer krank geworden sind. Und dann haben die immer Pocken bekommen und so weiter. Und dann hat er quasi, das kann man daran einerseits die Entwicklung der Reproduktivkräfte sehr schön sehen, weil Schimmelmann dann in die Erforschung von Impfstoffen quasi investiert hat und versucht hat, seine Leibeigenen gegen Pocken zu impfen. Andererseits aber auch quasi die innere Grenze der Leibeigenschaft sehr deutlich gesehen hat, weil er quasi dadurch, dass das seine Leute waren, für deren Reproduktion alleine verantwortlich war. Und dann hat er gesagt, ja, das wird mir zu viel, das lohnt sich ökonomisch nicht, weil die immer krank sind, dann sterben die, was weiß ich was. Und deswegen ist er als Reformer aufgetreten und hat gesagt, er möchte die eigentlich aus der Leibeigenschaft entlassen und zu kleinen Unternehmern machen. Und das ist halt viel produktiver auch für ihn, weil er dann am Ende mehr Gewinn abschöpfen kann. Hier sieht man sozusagen die Verschränkung auch der Autonomie der Natur und der Entwicklung der Arbeit. Dann war Schimmelmann auch von diesen moskitoübertragenen Krankheiten in seinen Plantagen, die wir schon diskutiert haben, sehr stark betroffen. Also dem Schimmelmannschen Imperium haben die gesamten Jungferninseln gehört, also quasi alle Plantagen dort haben für Schimmelmann gearbeitet und haben dann dort Zucker produziert. Und der wurde in Hamburg und Umgebung zu Rum verarbeitet. Dort wurden auch Gewehre hergestellt. Und das wurde dann in Westafrika gegen Sklaven eingetauscht. Also er hat quasi, und er hatte dort auch eigene Sklavenhandelsstationen. Das heißt, er hat alle Stationen des Dreieckshandels kontrolliert. Und in seinen Industriestandorten, die wir jetzt noch nicht diskutiert haben, wird auch sehr schön die Rolle des Wassers in der frühen Industrialisierung deutlich, weil hier die Gewehrfabriken quasi so gearbeitet haben, dass man Wassermühlen hatte, wie ja auch die frühen Textilfabriken in England funktioniert haben. Die waren eben nicht dampfbetrieben, wie man oft denkt, sondern die Industrialisierung hat angefangen mit wasserbetriebenen Fabriken, die dann eine Standardisierung der Arbeit ermöglicht haben, quasi gleichmäßige Zwangsrhythmen der Arbeit und dann aber an Grenzen gestoßen sind, weil die materiellen Eigenschaften des Wassers, nämlich Fluss, nicht kompatibel waren mit dem Privateigentum. Ja, dann ist man quasi an das Problem gestoßen, dass man dort kapitalistische Konkurrenz hatte. Das heißt, es würde Sinn machen, einfach die Schleusen dicht zu machen, damit vom Wasser nicht so viel bei meinem Konkurrenten ankommt. Das ist auch das, was Malm sehr schön in seinem Fossil Capital beschreibt und was man eben bei Schimmelmann auch in kleinerem Maßstab sehen kann, weil diese Formen sozusagen der wassergebundenen Produktion dann auch in sogenannten Fabrikkolonien mündet. Man muss quasi artifizielle Dörfer irgendwo hinbauen, aus denen dann sich die Fabrikarbeitskraft versorgt. Man muss dann die gesamte Infrastruktur stellen. Und wenn es dann Aufstände gibt, wird sozusagen dieses gesamte fixierte Kapital auch zerstört. Das gab es bei Schimmelmann auch, dass dann quasi eine dieser Fabrikkolonien verwüstet wurde. Und dann hat er gesagt, das ist überhaupt nicht lukrativ. Ich muss hier so viel Kapital fixieren. Und das muss man eben aufgrund dieser Wassergebundenheit. So, das ist jetzt eines dieser Schlaglichter. Es gibt dann bis hin zum Computer, zum Supercomputer und seiner ambivalenten Rolle im wissenschaftlichen Klimawissen und der Rationalisierung der fossilistischen Produktion gibt es dann ganz viele Zwischenstationen, an denen ich dann diese Begrifflichkeiten entwickle. Ja, darf ich da vielleicht kurz dran anknüpfen? Sehr Also gerne. Zum Computer und sagen dem Steuerungswissen, was damit verbunden ist, weil das fand ich nämlich eigentlich einen super spannenden Abschnitt, der sich da eben mit einem an anderer Stelle von dir auch eingeführten, von dir mit Georg Jochum zusammen eingeführten Begriff der Steuerungskräfte auch anschließt, ne? Also das fand ich unglaublich spannend und hätte aber da eigentlich noch ganz viele Fragen dran, ne? Weil du da ja auch ein bisschen drauf eingehst, inwiefern eigentlich ökologisches Denken und eben Erdsystemwissenschaften
sehr stark halt natürlich aus einem spezifischen Denken, nämlich einem kybernetischen Denken beziehungsweise auch einem systemtheoretischen Denken heraus mit erwachsen. Und ich mich immer gefragt habe, wollte ich da immer noch mal ein bisschen genauer hineingucken, weil ich mich gefragt habe, was das denn bedeutet für diese spezifische Form des Herangehens, ne? Also wenn man sich jetzt heutige Modelle der Erdsystemwissenschaften anschaut, was bedeutet das, dass die scheinbar, korrigiere mich bitte gerne, weil ich weiß da einfach zu wenig zu, scheinbar allesamt sozusagen in einem systemtheoretischen Paradigma eigentlich verhaftet sind und innerhalb diesem operieren. Und da so ein bisschen sich die Frage anschließt, was zieht das nach sich? Was hat das für Konsequenzen? Also auch als eine Betrachtungsweise, ne? Und bräuchte man nicht eigentlich quasi eine Form der Modellierung oder der Betrachtungsweise dieser Fragestellungen, die auch innerhalb anderer Paradigmen eigentlich fundiert sind, ne? Weil das ja nicht ohne Konsequenz ist, ne? Das so anzuschauen. Aber das scheint mir so vollkommen unhinterfragt zu sein oder zumindest mal extrem dominant irgendwie. Hast du da irgendwie im Zuge deiner Auseinandersetzung irgendwie was mitbekommen in die Richtung? Ja, also den Begriff der Steuerungskräfte benutze ich für denjenigen Teil der Produktivkräfte, die nicht dazu da sind, Materie und Energie zu bewegen, sondern eben den Stoffwechsel zu steuern. Und das ist eine ganz wesentliche Aufgabe der Wissenschaften. Und die werden aber natürlich jetzt in der Diskussion um die ökologische Krise vor allem als positive Heilsbringer gesehen. Ja, also gerade die Erdsystemwissenschaften sind sozusagen der zentrale Referenzpunkt bis hin zu diesem Slogan Follow the Science. Und was ich hier versuche, ist sozusagen auch hier wieder die Differenz in der Einheit, also die immanenten Widersprüche anstatt die sozusagen ontologischen Gegensätze hervorzuheben, weil nämlich diese Steuerungskräfte selbst aus dieser destruktiven Nutzbarmachung entstanden sind. Das kann man ganz schön an einem konkreten Beispiel sehen, nämlich der technologischen Infrastruktur, die dazu geführt hat, dass man diesen Bericht der Grenzen des Wachstums erstellen konnte. Das war ja ein Computermodell, wo man zum ersten Mal, wenn auch auf sehr reduktionistische Weise, quasi ein globales Modell der Verflechtung von Ökonomie und nichtmenschlicher Umwelt versucht hat zu modellieren. Und das ist entstanden aus einem industriellen Anwendungsprojekt. Also Jay Forrester war da quasi der Leiter dieser Entwicklung. Der ist dann vor allem für seinen Beitrag zur Entwicklung des Arbeitsspeichers als Grundlage des Rechners bekannt geworden. Und der hat aber quasi auch ein Organisationsmodell mitentwickelt, was zur Rationalisierung von Industrieproduktion gedacht war. Und das ist quasi die Idee gewesen, dass man Industriefirmen als Teil eines Ökosystems begreift und auch als solche steuert. Also dass man quasi versucht, Umweltfaktoren systematisch zu berücksichtigen und die Fabrik dynamisch daran anzupassen. Und das ist quasi eine proto-kybernetische Denkweise. Und Forrester hatte da so ein bisschen Beef mit den Kybernetikern, hat das deswegen nie explizit so genannt, aber er war quasi am selben Arbeitsplatz auch wie Wiener, der ja der Begründer der Kybernetik ist und war da de facto im engen Austausch und man sieht das auch in allen Dimensionen sozusagen. Und hier hat man dann quasi eine technische und organisatorische Entwicklung in diesen Rationalisierungsmodellen, die dann direkt, also in derselben Arbeitsgruppe, eben dieses World-One-Modell hervorgebracht haben, was dann die Grundlage der Grenzen des Wachstums geworden ist. Und das wurde ja dann Anfang der 70er Jahre veröffentlicht. Und dann wurde quasi wiederum mit denselben Modellen, die hier sozusagen eine Grundlage des ökologischen Diskurses geworden sind, wurde dann auf die Ölkrise und die damit einhergehenden Verwertungsprobleme in der Kapitalakkumulation reagiert, weil nämlich dann die Autoindustrie quasi zum größten Abnehmer sowohl von diesen Supercomputern als auch die dann eben quasi die Grundlage auch der Klimawissenschaften geworden sind, als auch zum größten Abnehmer dieses Systemdenkens geworden sind, weil man dann sozusagen als Reaktion auf die Ölkrise mit der Globalisierung der Autoproduktion so richtig losgelegt hat
um dort quasi komparative Kostenvorteile zu nutzen und dann dieses Systemdenken in Kombination mit den Supercomputern genutzt hat, um die Automobilproduktion quasi vor der Ölkrise zu retten. Also hier sieht man sozusagen die inhärente Verwobenheit der Infrastruktur der Steuerungskräfte als auch der Denkweise der Steuerungskräfte mit sozusagen diesem destruktiven Stoffwechsel, was nicht heißt, dass diese ganze Denkweise und diese Infrastruktur sozusagen als nutzlos abzutun sei, sondern dass man quasi gerade diese immanenten Widersprüche aufgreifen müsste. Und deswegen, um quasi an deine abschließende Frage anzuknüpfen, halte ich es auch nicht für prinzipiell problematisch, dass dem eine kybernetische Denkweise zugrunde liegt. Und ich glaube, man könnte auch für eine demokratische Planung stark an kybernetische Paradigmen anknüpfen. Aber es gibt natürlich gewisse immanente Probleme, gerade in Hinsicht auf die Idee sozusagen der nach oben offenen Optimierung. Das ist natürlich was man nicht einfach so in eine nachhaltige und demokratische Planung übernehmen kann. Ja, also ich, nur um das klarzustellen, quasi würde ja auch überhaupt nicht dafür argumentieren, dass man das jetzt irgendwie verwerfen solle oder so, sondern ich würde genauso wie du auch sagen, dass es ja durchaus hilfreiche Elemente daran gibt, die es eben auch weiterhin sozusagen einzusetzen gelte. Ich glaube, meine große Frage an das ist halt, gruppiert rum um diese scheinbare Ausschließlichkeit, in der allein diese Form von paradigmatischem Zugang in der Modellierung vom ökologischen Umweltwissen sozusagen irgendwie ja dominiert. Also ich hätte da einfach eine große Frage an das Ganze, aber das ist jetzt nicht unbedingt an dich gerichtet, sondern überhaupt an dieses Feld der, ja, es heißt ja schon jetzt bei dir dann auch Erdsystemwissenschaften, wo das natürlich schon vorkonfiguriert ist in der bestimmten Art und Weise. Aber meine Frage an das Feld wäre eigentlich so, okay, gibt es da nicht auch noch andere paradigmatische Zugänge, die bestimmte Leerstellen innerhalb eines kybernetischen Blickwinkels, die es ja ohne Zweifel gibt, sozusagen dann in der Lage sind zu bearbeiten und dadurch quasi man einfach auch noch andere hilfreiche Zugänge neben diesem auch hilfreichen Zugang der kybernetischen Perspektive hat, wodurch das sozusagen dann ein bisschen, nee, ich sage jetzt nicht ganzheitlich, aber das ist total kacke, aber wodurch halt bestimmte Schwachstellen innerhalb des einen Paradigmas vielleicht auch aufgefangen werden würden. Ne? Das Ja. war so ein bisschen der Hintergrund, glaube ich, auch. Ne? Aber da muss ich, glaube ich, Ich auch glaube, nochmal, ich ja. glaube, das ist nicht das, was du meinst, aber was mir hier wichtig erscheint, ist, dass man eben die kybernetische Steuerungsweise verbindet mit dem Erfahrungswissen, was wir vorher diskutiert haben. Yes. Und dafür ist eben in der rein kybernetischen Betrachtungsweise normalerweise kein Platz. Ja, it's Deswegen noise. sprechen die Interviewten ja auch richtigerweise von den Zahlenmenschen. Das sind ja quasi diese Kybernetiker, ja, sowohl im akademischen als auch im angewandten managerialen Sinne. Die haben ja wirklich keine Ahnung von dem stofflichen Arbeitsprozess. Und für dieses Wissen muss eben in einer demokratischen Gestaltung und in einer nachhaltigen Gestaltung unseres Stoffwechsels mit der Natur systematisch Platz sein. Das heißt, das müsste aber schon quasi auch damit einhergehen, dass man von einer demokratischen Planung und eben nicht von einer technokratischen Planung spricht. Dass dem eben Raum gegeben werden muss und dass das ernst genommen werden muss. Toll, super Punkt. Genau, und die Frage wäre halt dann zum Beispiel bei sowas wie Modellierungen und Simulierungen, ne, ob das quasi einfach konstitutiv ausgeschlossen ist, dass dieses Erfahrungswissen dort eigentlich nicht eingearbeitet werden kann, aufgrund der paradigmatischen Ausrichtung der Herangehensweise, die diese Art des Wissens eigentlich ausschließt oder nicht wahrnehmen kann und einbinden kann, ob das der Fall ist, ne, oder ob es eben auch Formen gibt, in denen das in der produktiven Art und Weise auch zum Beispiel auf einer Ebene der Modellierung so miteinander verbunden werden kann. Ne? Aber ja, das ist sozusagen dann nochmal Hättest du da eine nächste Idee dazu? Baustelle. Naja, der erste Zugang wäre halt einfach mal das zueinander zu bringen. Das hattest du ja sagen, an anderer Stelle schon angesprochen, dass man die Leute, die diese Modelle bauen, mal tatsächlich in Austausch bringt mit denen, die dieses sagen anders eingebundene Wissen haben und zusammen
reflektiert über diese Leerstelle und in welcher Art und Weise man diese Leerstelle gemeinsam quasi anders adressieren kann. Wie jetzt konkret das dann in Form der Modellierung eingebunden werden kann, müsste ich jetzt auch noch drüber nachdenken, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Gut, also ich denke, es juckt jetzt schon vielen unter den Fingernägeln und alle fragen sich, okay, das ist super spannend und relevant und sollte auf jeden Fall als eine Form der Betrachtungsweise definitiv in unser Denken mit eingewoben werden, was der Simon da vorträgt. Was bedeutet das jetzt konkret in Bezug auf heutige Formen der Stoffwechselpolitik, nicht nur im Sinne der Kritik, sondern auch in Bezug auf die Frage der Konstruktion alternativer Stoffwechselpolitiken oder eines alternativen Stoffwechsels mit der Natur, hervorgebracht durch Formen der alternativen Stoffwechselpolitik? Ja, also diese Alternativen müssen natürlich immer in der Kritik fundiert sein. Und so operiere ich auch in dem Buch. Und ich pushe da den Begriff einer lustvollen Politik der Nutzlosigkeit sozusagen als einen Ansatzpunkt für jetzt diese Thematik der Arbeitswelt. Ich habe das schon jetzt ein paar Mal angeteasert, dass ich das Leiden an der Leistungssteigerung für noch stark unterpolitisiert halte in ökologischer Hinsicht. Und das scheint mir wirklich noch viel relevanter als diese ganzen tollen Leuchtturmprojekte der ökologischen Konversion, wie wir sie bei diesem Automobilzulieferer GKN haben oder ähnliches. Das sind ja wirklich großartige Sachen, aber das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man das sozusagen in Bezug auf die gesamte Produktion sieht, weil das einen radikalen Bruch von Anfang an voraussetzt. Und was man aber sozusagen strukturell an ganz, ganz vielen Orten hat und wo man an quasi fast allen Orten in der Arbeitswelt ansetzen kann, ist eben die Politisierung dieses ganz konkreten Leidens an der Leistungssteigerung. Und das haben wirklich die allermeisten Menschen. Und da wird sozusagen die kapitalistische Wachstumsdynamik im eigenen Körper erfahrbar. Und zwar nicht nur für ihre Auswirkungen auf uns selbst und unsere Burnouts und Rückenschmerzen und so weiter, sondern es wird eben auch den allermeisten Leuten, weil sie eben ja wirklich wissen, was stofflich bei ihnen passiert auf der Arbeit, die ökologische Dimension sehr deutlich. Und da muss man anknüpfen und das politisieren und an verschiedenen sozusagen Formen der lustvollen Nutzlosigkeit anknüpfen. Und warum sage ich lustvoll? Weil es hier darum geht, eine Alternative zu einer austeritätsförmigen Umweltpolitik zu popularisieren, weil sozusagen in vielen Formen Umweltschutz quasi auf dasselbe hinausläuft wie Sparmaßnahmen. Das hat man auf politischer Ebene, wenn wir irgendwie über also Benzinsteuern reden, aber man hat es auch, das habe ich jetzt in der empirischen Forschung wieder ganz stark, auf Ebene des Arbeitsprozesses, weil wir haben jetzt hier eine immense Welle der ökologischen Modernisierung der Arbeitswelt, wo dann immer wieder irgendwelche massiven Programme aufgefahren werden, wo gesagt wird, das muss man jetzt machen, um unsere Produktion nachhaltig zu gestalten. Und das ist jetzt gerade insbesondere in Deutschland vor allem so eine Form des integrierten algorithmischen Managements, wo man sozusagen noch die letzte Zeit- und Ressourcenverschwendung identifizieren kann. Und da wird dann gesagt, das ist jetzt die Nachhaltigkeit. Und da sagen die Leute natürlich, ja, wollt ihr mich verarschen? Das ist genau dasselbe, was ihr die letzten Dekaden über gemacht habt. Das ist nämlich quasi das Lean-Paradigma, wo einfach quasi die Idle Times eliminiert werden sollen. Das ist überhaupt nicht nachhaltig. Und da mache ich nicht mit, ja, auch richtigerweise. Und das ist sozusagen diese Austerität Ebene des Arbeitsprozesses. Und das ist Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Und demgegenüber muss man eben Politiken der Nutzlosigkeit popularisieren. Und das wäre sozusagen im ganz Kleinen sowas wie quasi Bummelei, einfach langsamer arbeiten, wenn es möglich ist. Aber jeder Streik ist quasi auch schon eine Praxis der Nutzlosigkeit. Und hier wäre natürlich quasi der Generalstreik dann das andere Ende des Spektrums, wo man quasi eine Politik der Nutzlosigkeit hat, wo man die Körper der Verwertung entzieht und dann sozusagen nicht nur in der Forderung, die dann gestellt wird, sondern in der Form selbst schon quasi eine ökologische Praxis hat, weil dann sozusagen die Vernutzung notwendigerweise unterbrochen wird. Das heißt hier, das gilt es zu politisieren. Und da gibt es aber bestimmte Hindernisse, die man auch systematisch in den Blick nehmen muss. Und zwar ist das vor allem
die Identifikation mit der eigenen Nutzbarmachung, die eine ganz zentrale Subjektivierungsweise unserer Zeit ist, weil wir zu großen Teilen unser Selbstwertgefühl aus unserer ökonomischen Nützlichkeit ziehen. Und das scheint mir wichtig, das auch wirklich ernst zu nehmen, weil das auch erklärt, warum viele, viele Leute wirklich große Ressentiments gegen jede Form der Dekarbonisierung haben, weil es gerade diese fossilen Energien waren und sind, die uns quasi als Arbeitende so in Anführungszeichen nützlich gemacht haben, weil sie unsere Produktivität massiv gesteigert haben und wir deswegen sozusagen mit relativ wenig Arbeitskraft extrem viel bewegen konnten. Und auf symbolischer Ebene, auch über die tatsächlichen materiellen Einschnitte hinaus, die es ja auch gibt, gilt es, das ernst zu nehmen, weil das erklären kann, warum viele Leute so massive Angst vor der Dekarbonisierung haben, weil das sozusagen eine Unterminierung dieser Nützlichkeit ist und man identifiziert sich dann quasi auf sadomasochistische Weise mit der eigenen Nutzbarmachung. Also man leidet einerseits darunter und andererseits identifiziert man sich auch sehr stark damit. Und das gibt es, das mache ich dann im Buch auch wieder historisch schon im klassischen Faschismus sehr stark, wo es so eine starke Ästhetisierung der fossilen Energie gibt. Und damals war das dann auch vor allem Kohle, aber auch Öl, die sozusagen bewundert werden, gerade für ihre Destruktivität. Und zwar vor allem dadurch, dass es sozusagen die Arbeiter niederwälzt und sozusagen der Maschinerie unterordnet. Und dieses Unterordnen gegenüber der Maschinerie ist ja genau das, worum es in der Nutzbarmachung geht. Und damit gibt es dann quasi eine paradoxe Identifikation, die ein ganz großes Hindernis darstellt, sozusagen, für transformatorische Politiken und wo es auf Subjektebene anzusetzen gilt. Das heißt, ich bin hier nicht einfach naiver Optimist, was diese Politiken der Nutzlosigkeit anbetrifft, sondern das ist sozusagen was es zu überwinden gilt. Und für die zukünftige, nachhaltige und demokratische Gesellschaft bedeutet dieses Paradigma der Nutzlosigkeit anzuerkennen, dass wir nicht, wie es sich die klassischen Sozialistinnen und Kommunistinnen vorgestellt haben, eine Gesellschaft des Überflusses und des sozusagen grenzenlosen Luxus erben werden, sondern wenn wir überhaupt irgendwas erben werden, dann eine Gesellschaft der Verwüstung. Und das gilt es quasi anzuerkennen, dass ganz viel sozusagen der Planung und der Produktionspolitiken dann eine Verwaltung von Nutzlosigkeit sein werden, ein Umgang mit Nutzlosigkeit. Das heißt also, sowohl auf Ebene der nichtmenschlichen Natur als auch auf der Ebene von Menschen. Aber wenn wir quasi einfach an völlig erodierte Landschaften denken oder an überflutete Inseln, haben wir hier sozusagen Zonen der Nutzlosigkeit, aber auch versehrte Menschen, ja, die sozusagen psychisch und körperlich von den Folgen der Krise wirklich völlig versehrt sind. Und da müssen sozusagen die zentralen gesellschaftlichen Anstrengungen reinfließen, hier quasi die Reproduktivkräfte weiterzuentwickeln und diese Nutzlosigkeit nicht einfach nur als Belastung zu sehen, sondern eben als eine lustvolle Form der Nutzlosigkeit, die keine Zumutung ist, sondern das ist sozusagen das eigentliche Ziel sozusagen dann unserer wirtschaftlichen Tätigkeit, das zu versuchen, auf eine positive Weise quasi zu embracen. Ein besserer deutscher Begriff fällt mir da jetzt nicht ein, aber quasi sozusagen in der Pflege der Beziehungen untereinander quasi über diese instrumentelle Herangehensweise sowohl zu anderen Menschen als auch zur nichtmenschlichen Natur herauszukommen und das eben als Lustgewinn und nicht als Zumutung zu verstehen. In dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, warum dann bei dem Begriff Nutzlosigkeit verbleiben? Also, weil der ja eigentlich innerhalb dieses, also nicht aus dem Paradigma heraustritt, ne? Weil das affirmiert ja dann eigentlich nur diese Kategorisierung, in der das, was nicht, sagen, unmittelbar irgendwie einem Produktionsprozess oder sowas zugeführt wird, als, sagen, nutzlos und irrelevant quasi abgewertet wird. Und eigentlich wäre es ja wahrscheinlich hilfreicher, sowohl in Bezug auf die, was weiß ich, Landschaften als auch in Bezug auf die versehrten Körper, zu sagen, okay,
diese Versehrtheit, die Verletztheit, die Narben und so sind nicht eben etwas, was die Person oder die Landschaft oder irgendwas halt nutzlos macht. Das ist ja auch nicht, was du jetzt irgendwie wirklich sagen willst in der Form, sondern da steckt ja trotzdem in dem Prozess, es anders zu betrachten, nämlich als ein Anteil an einem Prozess der Reproduktion, steckt ja dann eigentlich eine andere Form von Umwertung auch drin, die im Grunde versucht herauszutreten aus dieser Kategorisierung von eben nützlich in einem bestimmten Sinne und nutzlos in einem bestimmten Sinne. Deswegen habe ich mich gefragt, warum dann an diesem Begriff, ist das provokant gemeint oder also warum verwendest du den weiter? Ja, das ist natürlich einerseits eine Provokation, weil es sozusagen darum geht, genau das größte Schreckgespenst sozusagen unserer Zeit zu feiern. Das ist schon das, was ich damit auch versuche zu tun. Aber es hat auch philosophisch-methodische Gründe, weil es quasi einer Methode der bestimmten Negation folgt und nicht einfach des Utopisierens. Also weil ich sozusagen die Alternative versuche, gerade aus den inneren Widersprüchen des Bestehenden abzuleiten. Und nicht einfach nur quasi losgelöst davon versuche zu postulieren, wie es schöner wäre, sondern gerade aus der Negation der negativen Konsequenzen der bestehenden Produktionsweise, die nämlich quasi darauf angewiesen sind, die Nutzlosigkeit abzuspalten und zu versuchen auszumerzen, daraus quasi dann eine positive Vision zu entwickeln. Das ist sozusagen ja auch die generelle Methode des Buches. Also sozusagen die bestimmte und nicht die abstrakte Negation, wie jetzt Marx oder Hegel sagen würden. Müsste ich nochmal drüber nachdenken, ob ich, ja, wie ich dazu denke. Das ist nicht, also ich versuche mal deine Bedenken vorwegzunehmen, weil du die Stirn runzelst, das ist nicht gleichzusetzen mit diesem Slogan des Bilderverbots oder ähnlichem. Ja? Also sozusagen, es heißt nicht, dass man keine positiven Visionen entfalten sollte, aber dass man eben diese Visionen aus der Kritik, und zwar aus der konkreten Kritik am Bestehenden entwickeln sollte. Und also ich würde jetzt nicht sozusagen an diesen konkreten Begriffen um jeden Preis festhalten wollen. Da gibt es bestimmt auch Probleme und gerade provokante Begriffe haben natürlich immer auch solche Probleme. Aber das ist sozusagen die Motivation, die mich hier antreibt und die methodische Herangehensweise, die ich habe. Ja. Nee, verstehe ich schon. Ich glaube, ich fühle mich halt so ein bisschen erinnert an bestimmt. Und das will ich dir jetzt gar nicht irgendwie unterstellen oder darum geht es dir, glaube ich, auch nicht nur, weil ich innerhalb der Debatte rund um Fragen demokratischer Planung da immer mal wieder anstoße bei einer bestimmten Perspektivierung, die ich so nicht teile, in der innerhalb der Utopie sozusagen oder des Entwurfes, der dann vorgelegt wird, eine bestimmte Idee von Individuum als sagen, das normativ wünschenswerte Individuum gesetzt wird. Und das ist in der Regel eigentlich immer sagen, ein produktives, aktives Individuum. Und das, was sozusagen nicht diesem Ideal entspricht, wird abgewertet als, oder das ist sozusagen, ja, das ist einfach ein normativer Horizont, auf den alle zuarbeiten sollten sozusagen. Und mein Argument demgegenüber wäre eigentlich immer, auch zu betonen, dass das, was innerhalb einer solchen Perspektivierung eben als nutzlos deklariert wird, eigentlich sehr wohl in anderer Form und nicht in dieser produktivistischen Perspektive natürlich sehr wohl auch von Nutzen ist. Ne? Und ich habe gerade versucht abzugleichen, inwiefern das eigentlich genau das ist, was du sagen willst, oder inwiefern man da vielleicht quasi nochmal anders auf diese Frage des, was ist nutzlos und was ist nicht nutzlos, sagen, gucken müsste, um das, ja, um das irgendwie nochmal anders zu greifen, ne? Weil, ja, ob dann der Begriff Nutzlosigkeit als freudvolle Nutzlosigkeit quasi was Ähnliches meint, wie das, was ich versuche in meiner Kritik solcher also spezifischen Subjektfassungen sozusagen, ob das was Ähnliches meint einfach. Ne? Also ich hoffe doch, also es wäre mir sehr arg, wenn das jetzt als Affirmation des Homo economicus verstanden würde, weil es genau das Gegenteil sein soll. Also es soll ja gerade sozusagen diese Aspekte in den Vordergrund rücken, die hier abgespalten werden. Aber eben nicht auf eine utopistische Weise, jetzt im negativen Sinn, sondern eben auf eine Weise, die einerseits natürlich eine Provokation und damit sozusagen auch eine gewisse Überspitzung ist, aber auf der anderen Weise eben auch in einer Form
die eben bei der Negation des Bestehenden anknüpft. Und daran würde ich auch festhalten, dass das eine sinnvolle Methode des Vorgehens ist. Ja, genau. Wahrscheinlich müsste man jetzt, wenn man das noch ein bisschen besser klären will, sich fragen, inwiefern eben eine Negation des Bestehenden, ob es da nicht einen anderen Weg zu gäbe, ne? Weil es wäre ja sozusagen was anderes zu versuchen, aus dieser Denke von nutzlos, nützlich und nutzlos sozusagen herauszutreten, wäre was anderes als quasi eben die Nützlichkeit in einer provokanten Art und Weise lustvoll zu spiegeln in eben mündend in der lustvollen Nutzlosigkeit. Aber das brauchen wir jetzt gar nicht fertig zu Ende führen. Ich würde gerne noch an einen sehr aktuellen politischen Punkt anknüpfen, weil ich jetzt beim Schauen der Nachrichten und Verfolgen der zeitgenössischen Politiken einfach wirklich immer wieder mal das Gefühl hatte, so holy shit, Simons Buch ist einfach so unglaublich aktuell und lässt sich einfach so unglaublich fruchtbar irgendwie mit Konflikten verbinden, die einfach sehr zentral sind heutzutage. Und vor kurzem kam es eben ja dann zu diesen Bauernprotesten, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich. Und ich war echt, muss ich wirklich sagen, immer mal wieder absolut schockiert davon, wie Teile der Linken da in einer absolut, ja, für mich eigentlich nur Ignoranz sozusagen da drauf gedroschen haben und in keiner Form irgendwie versucht haben, da irgendwie breitere Zusammenhänge zu verstehen und sich zu fragen, inwiefern solche Formen des Protestes und den drunter liegenden Konflikten sozusagen, inwiefern die eigentlich nicht auch ein Potenzial in sich tragen würden für andere Formen, nämlich progressive Formen der Stoffwechselpolitik. Und ich habe mich gefragt, wie du das einordnen würdest, weil zumindest mein Gefühl war, dass das ein Konflikt ist, der unglaublich gut aus dieser Perspektive, die du da entwickelst, irgendwie betrachtet werden kann, nämlich gerade im Hinblick auf die Frage der Potenziale, die da drin liegen. Ja, ich würde sagen, dass dieser Konflikt, mit dem wir es hier zu tun haben, das geht ja konkret darum, dass protestiert wurde gegen die Abschaffung oder Einschränkung von Subventionen auf Agrardiesel. Das war ja der Auslöser der Bauernproteste. Und das lässt sich, glaube ich, wirklich sehr gut verstehen mit dieser Heuristik des Paradox der Nutzbarmachung. Weil die heutige Landwirtschaft einfach in sehr, sehr hohem Maße auf fossiler Energie aufbaut. Und das ist auch was, was sich viele städtische Linke und sozusagen hier vielleicht der Landwirtschaft nicht so nahestehende Personen viel stärker vor Augen führen müssen, dass die Landwirtschaft und die Transformationen in der Landwirtschaft zentral sind für das, unsere Gesellschaften heute so sind, wie sie sind und insbesondere, dass unsere Arbeitsteilung heute so ist, wie sie ist. Weil nämlich hier auch wieder in den 50er Jahren einfach diesen immensen Bruch in der Landwirtschaft gab, der viel stärker war als in allen anderen Sektoren, wo man eine regelrechte Produktivitätsexplosion hatte, dadurch, dass man jetzt auf Energieverschwendung im Sinne von Verbrennung von Erdöl zurückgreifen konnte, weil man dann vor allem plötzlich synthetischen Stickstoffdünger herstellen konnte, was davor sozusagen ein zentraler Engpass war, konnte auch Landmaschinen und Pestizide nutzen, aber diese Düngerdimension ist hier die wichtigste, weil das sozusagen eine ja, explosionsartige Produktivitätssteigerung verursacht hat, während die vorherigen Jahrhunderte oder Jahrtausende von einer weitgehend, das ist jetzt etwas überspitzt, aber wirklich weitgehend ähnlichen Produktionsweise in der Landwirtschaft gekennzeichnet waren. Und danach hat man quasi eine massive Verdrängung von Arbeitskräften aus der Landwirtschaft gehabt. Man hat menschliche Arbeit durch die Verbrennung von fossiler Energie ersetzt. Und das hat die Industrialisierung ermöglicht, also die zweite Welle der Industrialisierung, nämlich insbesondere die Autoproduktion und alles, was sozusagen in diese Konsumgüterindustrie hineingeht, weil das getragen wurde von Menschen, die zuvor aus der Landwirtschaft verdrängt wurden. Und hier sozusagen ist das auch, um nicht agrarische Konflikte zu verstehen, ist das unglaublich wichtig, diesen Hintergrund zu verstehen. Aber in der Landwirtschaft selbst hat das zu immensen Widersprüchen geführt, weil das bedeutet, dass wir sozusagen eine Situation haben, wo der Boden eigentlich wirklich ausgeraubt wird. So hat es ja auch schon Marx gesagt, aber das wird jetzt sozusagen nochmal extrem gesteigert, weil diese Dünger und Pestizide quasi den Boden gleichzeitig nutzbar machen und zerstören. Und man damit sozusagen eine abnehmende Bodenproduktivität hat.
Und das ist dann der Beginn eines Teufelskreises, weil dann immer mehr Kapitaleinsatz notwendig ist, um überhaupt dem Boden noch irgendwelche Früchte zu entlocken. Und das führt dann wiederum dazu, dass der politisch quasi hervorgebrachte Zentralisierungsdrall, den wir in der Landwirtschaft noch viel stärker als in anderen Sektoren haben, sich noch quasi selbst verstärkt, weil sozusagen kleine Betriebe durch diese Unterminierung der Bodenproduktivität immer unprofitabler werden. Darüber hinaus bekommen sie auch viel weniger Subventionen als Großbetriebe und so weiter natürlich. Aber das heißt, hier hat man dann sozusagen als Bauern ein massives Problem, wenn einem dann quasi dieser Kapitaleinsatz erschwert wird, wie es diese Dieselsteuer und so weiter tut. Selbst wenn man sieht, wie schädlich diese Produktionsweise ist, muss man quasi dagegen protestieren, weil man darauf ökonomisch angewiesen ist. Das heißt, man hat hier eine wirklich ja, exemplarische Darstellung dieses Paradox der Nutzbarmachung. Und emanzipatorisch auflösen lässt sich das nur durch lustvolle Politiken der Nutzlosigkeit. Nämlich dadurch, dass man akzeptiert, dass die quasi rücksichtslose Nutzbarmachung des Bodens nicht der Weg sein kann, den man einschlägt, sondern dass bäuerliche Landwirtschaft der Weg ist, den es einzuschlagen gilt. Und das heißt aber auch, dass man gewisse Potenziale der Nutzbarmachung nicht ausschöpft, sondern dass man quasi auf Formen der Produktion zurückgreifen muss, die tatsächlich arbeitsintensiver sind, also sozusagen mehr menschliche Arbeit und weniger Kapitaleinsatz bedeuten. Und hier ist es so, dass diese Formen der bäuerlichen Landwirtschaft sind quasi Umweltschutz, weil sie der Biodiversität zuträglich sind und so weiter, während industrielle Landwirtschaft meistens auf Monokulturen und viel Pestizideinsatz und so weiter hinauslaufen. Und deswegen gilt es, das zu stärken. Und das ist aber ein Sisyphus-Kampf, weil das sozusagen nicht nur auf dieser materiellen Ebene stattfindet, sozusagen dieses Paradox der Nutzbarmachung, dass wir Bevorzugung der großen kapitalstarken Betriebe haben, sondern das wird auch dezidiert politisch gestärkt durch die Art und Weise, wie Landwirtschaft subventioniert wird. Und das heißt, da gilt es sozusagen gegen einen sehr, sehr großen Gegner anzukämpfen, der quasi diese Landwirtschaft so durchkapitalisiert, also einerseits ge gegen die landwirtschaftlichen Kapitale, aber auch gegen die staatliche Regulation, die das so hervorbringt. Jetzt an dem Beispiel merke ich auch, warum das Wort Nutzlosigkeit für mich da wahrscheinlich gar nicht so funktioniert. Weil ich würde nämlich sagen, nicht Politiken der Nutzlosigkeit, sondern Politiken der Reproduktion sind ja dann eigentlich das, worum es geht, ne? Weil die bäuerliche Landwirtschaft ist ja alles andere als nutzlos. Und ich verstehe, dass du das natürlich als eben provokante, spielerisch provokante Figur eben einführst und deswegen so verwendest. Aber eben, die sind ja alles andere als nutzlos und die Frage, inwiefern sie weniger produktiv sind als andere, stellt sich ja auch vor allem dann nochmal anders, wenn man einen anderen Zeithorizont ansetzt, ne? Weil das eine ist ja sozusagen ein kurzfristiges Denken der Fernnutzung und das andere ist eben ein langfristiges Denken in Logiken der Reproduktion und dadurch verschiebt sich, also das sind ja quasi die Unterschiede in den Zugängen, Ja, mein ja? Problem damit wäre halt, dass das eben wieder die Reproduktion als das andere der Produktion darstellt. Und das ist ein Denkfehler, weil die Reproduktion immanenter Bestandteil der Nutzbarmachung ist und deswegen gerade nicht ihr anderes. Ich habe auch Fernnutzung gesagt. Nee, nee, nee. Das glaube ich nicht. Also, weil ja, also liegt in einem. Also deswegen Re-Produktion, ne? Also Produktion und Reproduktion liegen ineinander, also ineinander gefaltet sozusagen, ne? Also ich glaube nicht, Ja. dass das eine Abspaltung ist, weil ja durch eine andere Form der Produktion auch Reproduktion im Prozess selbst mitbetrieben wird. Ne? Das ist die Logik, würde ich sagen. Ne? Nicht das eine Abspaltung, die irgendwie im Nachhinein nochmal dazu tritt. Ja. Und vielleicht als letztes noch, das fand ich nämlich einen interessanten Punkt, muss ich sagen, fast schon so ein bisschen einen, nicht frustrierenden, aber so, ja, es macht auf jeden Fall ein Fragezeichen auf, weil du halt ja sehr schön im Buch eigentlich aufzeigst, inwiefern der fossile Kapitalismus gleichzeitig halt eben auch einen Machthebel für die ArbeiterInnen mit hervorgebracht hat, ne? Weil dadurch dann durch Formen der Bestreikung einfach auch sehr effektiv eigentlich die Macht der ArbeiterInnen eingesetzt werden konnte, um bestimmte Forderungen durchzusetzen. Und dann gibt es halt so einen Punkt im Buch, wo du halt
feststellst, ja, okay, innerhalb sagen anderer Formen des Stoffwechsels, die nicht sagen fossil getrieben sind, sondern auf erneuerbaren Energien basieren, da gibt es diese Form von Nadelöhr, das dann eben auch als Machthebel eingesetzt werden kann, nicht. Und das ist natürlich so ein bisschen kacke. Und jetzt wollte ich noch fragen, wo du denn da dann andere Machthebel sehen würdest, die vielleicht eben doch eingesetzt werden können in einer ähnlich effektiven Art und Weise, wie das früher beim fossilen Kapitalismus sozusagen gemacht werden konnte. Ja, also ich glaube, wir müssen noch mal kurz für die Zuhörerinnen explizieren, um was es hier geht. Also der springende Punkt bei der Kohle in Bezug auf die Machthebel für Arbeiterinnen war, dass man in der Kohleindustrie, also sowohl in den Bergwerken als auch in dem Transport und der Weiterverarbeitung, zum ersten Mal einen Machthebel hatte, der über das eigene Unternehmen hinausgeht. Das ist der springende Punkt, weil es sozusagen, streiken konnte man ja theoretisch auch schon, wenn man Sklave im pharaonischen Pyramidenbau war. Ja, dann konnte man sozusagen theoretisch die Pyramidenbaustelle schon lahmlegen. Das ist nicht das Neue, sondern das Neue ist, dass man bei einer kohlegetriebenen oder fossilgetriebenen Ökonomie durch Lahmlegung dieser Nadelöhre die gesamte Volkswirtschaft lahmlegen kann. Und deswegen ist sozusagen der Übergang hier auch der gewesen, dass mit der Durchsetzung der Kohle dann auch sich die ersten Arbeitsgesetzgebungen durchgesetzt haben, weil man da den Staat als solchen unter Druck setzen konnte und den dazu zwingen konnte, eben einerseits eine ansatzweise Mitbestimmung in der Arbeitswelt durchzusetzen, aber auch Formen des Schutzes vor übermäßiger Fernnutzung. Also das sozusagen als historischer Hintergrund. Und das fällt weg, wenn man eine dezentrale Energieversorgung hat, wie es in der regenerativen Energie ja meistens der Fall ist. Also man kann Solarpaneele oder Windräder nicht auf diese Weise blockieren. Also man kann die natürlich sabotieren, aber das verursacht keinen vergleichbaren Stromausfall, wie das bei der Kohle der Fall war. Und dafür habe ich keine Lösung. Man kann aber daraus bestimmte Lehren ziehen. Die erste Lehre, die man daraus ziehen kann, ist, dass ökologische Modernisierung nicht die Lösung sein kann. Jenseits sozusagen der ökologischen Probleme, die auch mit solchen Dingen wie regenerativer Energie und E-Autos und so weiter einhergehen, hat man dann eben auch zusätzlich noch diese politischen Probleme, also weil man ja quasi in einer Logik verbleiben würde, wo es weiterhin diese kapitalistische Vernutzung von Arbeitskraft gäbe, hätte man dann sozusagen nochmal das Problem, dass die Leute sich dann noch weniger dagegen wehren können. Sieht man auch jetzt schon, dass in den handwerklichen Teilen der regenerativen Branchen die Arbeitsbedingungen wirklich sehr, sehr schlecht sind, viel, viel schlechter als in den fossilen Branchen. Das wäre nochmal ein Argument sozusagen gegen die ökologische Modernisierung, also einen grünen Kapitalismus. Und strategisch heißt es aber auch, dass man tatsächlich nicht auf Abkürzungen zurückgreifen kann. Das heißt sozusagen so etwas, wie das zum Beispiel bei Matt Huber ist, dass man sozusagen nur einen Sektor haben muss und dann kann man dort den Hebel umlegen. Das scheint mir nicht realistisch, sondern man bräuchte tatsächlich Massenbewegungen, weil man um Massenstreiks nicht herumkommen würde, und zwar in sehr vielen Sektoren. Da würde es eben nicht ausreichen, sozusagen einfach nur einen Nadelöhr-Alarm zu legen, sondern es müssten wirklich massenhafte Praktiken der Nutzlosigkeit an den Tag gelegt werden, um diese Effekte zu erzielen. Das ist vielleicht frustrierend, aber ich glaube, diese scheinbar so attraktiven Abkürzungen erweisen sich eben dann doch zu oft als Irrwege. Simon, du kennst es schon, denn du warst schon mehrfach zu Gast. Am Ende frage ich immer noch, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig? Ja, ich muss leider sagen, dass es immer schwieriger wird, diese Frage zu beantworten. Also, was mich ganz klar freudig stimmt, ist, dass ich in Zukunft meinen wunderbaren Sohn aufwachsen sehe. Aber das ist natürlich eine sehr privatistische Freude und nicht das, was dich antreibt. Und freudig stimmt mich ehrlich gesagt wenig, wenn ich mir die Zukunft anschaue. Vielleicht stimmt mich noch ein bisschen was hoffnungsvoll, wobei das was anderes wäre als freudig. Und zwar das Wissen darum, dass es immer wieder auch in sehr unverhofften Momenten riesige emanzipatorische Bewegungen gegeben hat und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft geben wird.
Das heißt, das ist was, was mir Hoffnung macht, auch wenn ich jetzt sozusagen noch keine konkreten Anknüpfungspunkte für große Emanzipationsschübe sehe, dass ich aus meinem historischen Wissen glaube, prognostizieren zu können, dass es das in Zukunft auch wieder geben wird. Simon, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir, Jan, es war mir eine Freude. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Future Histories oder im eigenen Subreddit. Ihr könnt Future Histories nicht nur auf allen großen Podcast-Plattformen hören und abonnieren, sondern auch auf YouTube, wo ihr neben den Episoden dann auch Kurzvideos zu Kernbegriffen einzelner Episoden findet. Schreibt mir gerne unter jan@futurehistories.today. Ich freue mich immer sehr über interessante Rückmeldungen und Hinweise. Wenn ihr Future Histories unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf patreon.com/futurehistories oder auch via Spende auf unserer Homepage. Future Histories ist eine Produktion von Metalepsis, zu finden auf metalepsis.net. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.